Hey Party People. Na? Where my Pokebot fans at? Huh? Machen wir mal noch Stimmungslicht. Irgendwie sieht an der Wand nur das Blaue gut aus. Könnte daran liegen, dass die Wand eine petrolfarbene Farbe hat. Nun. Da bin ich. Da bin ich, um die letzten Bots zu fotografieren. Aber ich habe das Internet befragt, denn die meisten Sachen, die uns noch fehlen, sind hinter richtig wacken Secrets versteckt. Secrets. Hey Lisa. Na? Außerdem haben wir Glaziola vergessen, deswegen sitze ich jetzt hier in meinem Evoli-T-Shirt und einem mega schlechten Gewissen. Ich sitze in meinem schlechten Gewissen, nur dass ihr das auch mal wisst. So, weil ein paar hätten wir auch so noch gefunden. Aber für andere Sachen musst du dich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln, im Kreis drehen und die Flöte spielen. Deswegen, ja. Machen wir das ganz entspannt. Schwupp. Und gehen die letzten 16 Pokémon an. Wir haben nur ein Problem. Ich habe nur 15 gefunden. Eigentlich müssten wir in der Höhle auch schon den Completion-Stempel haben, aber wir haben... Und jetzt habe ich Fragen. So ein paar. Aber eventuell können wir die ein oder andere auch gleich schon beantworten. Aber nicht damit. Sondern damit. Denn mir ist etwas aufgefallen. Wir haben uns nämlich nie das hier angeguckt. Weil Menschen haben mir verraten, man kann hier sehen, welche Pokémon man wo gefangen hat. Der ultimative Kartenspoiler. Aber es sind, glaube ich, nur die Pokémon drauf, die man schon hat. Oder von denen man schon Fotos gemacht hat. Das ist also eigentlich ein ziemlich guter Hinweis, wenn man gerade was sucht. Also wenn man zum Beispiel spezifisch ein Bild von Pichu machen will, sieht man hier, da ist Pichu und da ist Pichu. Das ist leider ein echt nützliches Feature, so muss ich gestehen. Das ist schon ziemlich gut. Weil wir uns das nie angeguckt haben, sind hier halt natürlich noch all die Ausrufezeichen. Guckt euch das mal an. Dieses Spiel hat halt einfach an alles gedacht. Ist das nicht amazing? Ist ein bisschen doof, dass der Banner hier so drüber ist, weil ich kann das hier nicht bewegen. Ich kann nur raus und reinzoomen. Damit kannst du es wahrscheinlich ein bisschen umgehen. Aber ja, wildes Feature, Mann. Das ist richtig wild. Muss ich mal sagen. Aber ja, wir haben 198 Pokémon. Das heißt, es fehlen 16. Ich habe aber nur 15 gefunden. Was mich zu der Frage bringt, was denn fehlt. Ich habe aber eine Vermutung. Doch, Knapfel hat's registriert. Ja, dann weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Hey Ari, na? Aber kriegen wir schon irgendwie hin? Wir machen einfach erstmal die 15, die sicher fehlen, und das letzte finden wir dann irgendwie auch noch. Die Mari spielt Pokémon, korrekt. Das ist nicht der Zack, weil den Zack wird es heute nicht geben. Aber die 16 Pokémon, die will ich jetzt haben und dann ruhe ich mich erstmal aus. Weil ehrlich gesagt geht es mir heute nicht so gut. Aber the shame, the guilt. Ich habe Glaziola vergessen. So gestern Abend so, ja, wir machen jetzt noch alle Evolis und dann gehen wir ins Bett. Ich habe Glaziola vergessen. Imagine.
Außerdem habe ich festgestellt, dass man in der Sammlung, glaube ich, auch die Ruinen fotografieren kann. Das heißt, das werden wir ausprobieren. Aber ganz entspannt und ganz low. Weil die Wanne hat noch ein bisschen was gerettet. Und die Proteine, die ich in meine Haare getan habe, haben die richtig happy gemacht. Aber, ugh. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon im Sturmgebiet seid, aber es hat die ganze Nacht gestürmt und ich habe quasi nicht geschlafen. Und nach 30 Stunden Snap in 4 Tagen hat mich das leider einfach ein bisschen zerlegt. Aber Pokémon Snap macht ja auch Endorphine, also hoffen wir mal, dass das irgendwas bringt. Ist nur die Frage, womit wir denn mal anfangen. Theoretisch könnten wir mit dem Vulkan anfangen, weil da müssen wir eh resetten, weil das einfach random ist. Das Nervigste einfach mal direkt als erstes wegmachen, wäre vielleicht ganz gut. Ne, bei uns hat gestern Nacht irgendwann so um 2 angefangen und die ganze Nacht durchgestürmt und dann waren die Katzen mäkelig wegen Sturm und so. Und ich habe halt einfach legit nicht geschlafen, bis irgendwann morgens. Dann so ein bisschen, dann habe ich vorhin noch ein Nickerchen gemacht. Aber Schlaf ist so wichtig, vor allen Dingen, wenn man kaputt ist. Deswegen hänge ich jetzt hier rum und leide. Aber Pity Party hatten wir ja vorhin im Discord, also joa. Los geht's mit den letzten Mon. 16 Stück to go. Wir fangen mit dem nervigsten an. Random Encounter Pokémon. Das müsste hier im Vulkan sein. Und es müsste theoretisch, also hier fehlt uns ja nur noch das Legi, und es müsste theoretisch am Anfang spawnen. Das heißt, wenn wir an dem Luxtra vorbeigefahren sind und es nicht gespawnt ist, können wir resetten, weil es dann nicht passiert ist. Das ist, was ich gehört habe. Finden wir raus, ob es stimmt. Es sind nur noch 16 Pokémon. Die kriegen wir jetzt auch noch irgendwie zusammen. Und dann werde ich morgen den ganzen Tag liegen. So, es ist nicht Altaria. Du sagst nicht Fiaro. Good luck. Hier fliegt halt auch eine Menge rum, ne? Weil das Internet sagte, es wäre random, aber ich kann mir das eigentlich fast nicht vorstellen. Ich meine, ihr könnt euch mittlerweile sicher denken, welches fliegende Feuer-Pokémon es ist, das random erscheint. So viele gibt es ja nicht. Aber, sah jetzt nicht so gut aus. Ich meine, hier ist auch noch Himmel. Ich finde diese Wolke auch mega verdächtig. So, by the way. In Trouble? Nee. Also ich sehe nichts, was wie ein legendäres Pokémon aussieht. Let's try this again. Ihr seid total dumm, wenn du das halt wirklich als random Spawn machst. Wenn du es gezielt suchen willst, ist das natürlich echt schwierig. Ich frage mich, ob es dann da rauskommt. Aber wir waren halt auch schon super oft auf der Map und es ist... Oder, also vielleicht habe ich es einfach noch nicht gesehen, aber es ist meines Erachtens nach nie gespawnt. Das beunruhigt mich schon ein wenig. Ich werde dem Ganzen jetzt so 5 bis 10 Versuche einräumen, dann müssen wir vielleicht nochmal tiefer in... Nein, da ist es! Da ist es!
Aha! Man muss nur drohen und schon kommt er. Da ist er! Ho, oh, ist es! Der Schlingelmann. Okay, sehr gut. Da ist er einfach angekommen. Schön wie im Anime, einfach random so. Sehr gut. Das können wir also schon mal von der Liste streichen. Aber ich frage mich halt wirklich, ob wir den einfach immer verpasst haben bisher. Weil könnte halt theoretisch schon sein. So, wir müssen abbiegen. Weil ich will die Ruinen noch fotografieren. Aber ich hätte das so viel cooler gefunden, wenn der da, wo man das Georock runterschubsen kann, einfach rausgefallen wäre. Das hätte ich leider so viel krasser gefunden. Muss ich sagen. Also hier gleich bei den Gumandas. Hier kannst du ja das Georock runterschütteln. Das muss man für eine Quest auch sogar machen. Aber es passiert halt nichts. Also es leuchtet jetzt ganz doll und die Glumanda sind ganz aufgeregt, aber es ist halt alles, was passiert. So dieses... Okay. Und er sitzt da oben einfach und hat keinen Care in the world. Okay, Lisa, rein. Och, Kinders. Boyband Glumanda für Endorphine. kann man sich gönnen einfach. So. Ja. Kleinen Lümmel hier. Und die schlafen immer noch. Jetzt nicht mehr. Es wäre voll cool, wenn der einem auch mal hinterherlaufen würde. Aber sie machen jetzt irgendwelche wilden Sachen. Stattdessen. Flamara. Den buschigen Schwanz da ganz im Weg. So, weil hier ist nämlich auch so ein Pebble drauf. Das ist mir so bewusst nicht aufgefallen, gebe ich ganz ehrlich zu. Bis ich gesehen habe, dass andere Menschen Fotos davon abgeben konnten. Es zwar nicht getan haben, aber es theoretisch hätten können und nicht so. Oh, warte mal. Vielleicht sollten wir das auch mal machen. Wenn jetzt alles gut gelaufen ist, hey Death Eye, dann kriegen wir jetzt gleich den Sticker. Für den Vulkan, das fände ich sehr angenehm, weil ich verstehe immer noch nicht, warum wir den in der Höhle nicht haben, weil wir eigentlich alle Pokémon fotografiert haben. Und wenn es an Stalos hängt, heule ich. Das wollen wir nur mal festhalten kurz. Weil ich habe heute definitiv nicht den Nerv, mit Stalos nochmal auseinanderzusetzen. Aber ich habe ein Aerodactyl zusammengeklappt. Auf geht's. Aber damit müssten wir jetzt theoretisch das Schlimmste hinter uns haben. Das andere ist nur noch Timing-Sache, glaube ich. Es gibt eine Wurfaufgabe, die könnte möglicherweise schlimmer werden. We will see, weil mir ist das hier schon mal aufgefallen, dass du das hier abgeben kannst. Ich habe es aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht. Aber jetzt. Außerdem muss ich mich beim Professor entschuldigen. Weil was wir alle nicht bedacht haben, er will natürlich kein hübsches Fotoalbum, er ist Forscher. Und was wollen Forscher haben? Nahaufnahmen, damit sie an Tieren forschen können, wie die groß sind und wie beschaffen die sind und was die so für Hobbys haben und so. Er steht nicht auf Artistikfotos. Der will einfach nur für seine Arbeit, für die er zu faul ist, das selber zu machen, nützliche Fotos haben, wo er so einen Glumanda vermessen kann und so. Und sagen kann, oh, hier ist das Orange, da ist das Gelb, das hat blaue Augen.
Aber vielleicht, wenn wir alle fotografiert haben, alle 214 Pokémon. Vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht kommt dann Todd und sagt, hier Mari, jetzt machst du mir nochmal so ein richtig geiles, artistisches Album, okay? Jetzt leben wir nochmal so richtig das Leben, wir beide. Das wäre so der Traum, der wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber hey. A girl can dream. So, Ho-Oh. Kann man abhaken. Leider mag ich Ho-Oh nicht besonders. Ich hätte mich über Lavados mehr gefreut. Bin ich ganz ehrlich. Alle finden Ho-Oh so nice, aber ich bin so 100% das Lugia-Mädchen. Oh hey, das war sogar eine Quest. Schau mal einer an. Weil das kann man einfach auch abgeben. Das ist aber von euch auch keinem aufgefallen, oder? Dass man die Ruinen einfach auch nochmal fotografieren kann. Und vielleicht passiert dann ja auch nochmal was, wenn man eine komplette Sammlung hat. Was eigentlich keinen Sinn macht, weil wir ja alle Ruinen bisher schon erkundet haben, aber... Man muss es ausprobieren, damit man es weiß. So. Und da bekommen wir den Sticker. Oh, ich habe gerade kurz... Ich habe gerade kurz ein bisschen Bammel bekommen. Als der Sticker nicht kam. Aber da ist er. Das heißt, wir sind tatsächlich offiziell mit dem Vulkan fertig. Perfekt. Es war bestimmt sehr anstrengend, in der heißen Wüste und in der Nähe von Lava zu arbeiten. Warte mal. Oh! Er hat gesagt, in der Wüste und im Vulkan. Warte mal. Aber für die Ruinen haben wir einen bekommen. Es kann aber sein, dass er dann nur einen Sticker für Dudu Island gibt. Und das Schneefeld haben wir noch nicht komplett, dass wir deshalb keinen bekommen haben. Weil die Höhle haben wir definitiv komplett. Aber wenn er Volka zusammenzählt, was er, glaube ich, getan hat, dann müssen wir das Schneefeld natürlich auch fertig machen. Weil das hier ist ja sein eigenes Ding. Wenn das hier sein eigenes Ding ist, das macht schon irgendwie Sinn. Okay, dann gehen wir an den Meeresgrund. Da fehlen uns noch zwei. Das macht natürlich so, das habe ich nicht bedacht. Ich habe gedacht, ich kriege für jedes Gebiet einen eigenen Sticker, aber so viel Bastelei hat er dann wohl doch nicht vorgenommen. Schade eigentlich. Hätte auch ich mal machen können. Aber da ist auch gleich schon Marmolida. Das habe ich wohl einfach verpasst. Oder es war letztes Mal noch nicht da, weil das Level zu niedrig war. Weil hier waren wir, glaube ich, seit wir im Postgame sind, noch nicht. So, das hätten wir auch so gefunden. Yes, gute Marmolida. Obwohl ich Marmolidas tatsächlich, muss ich gestehen, ein bisschen gruselig finde. I mean, look at them. Sieh sie an und sag mir, sie wären nicht irgendwie spoopy. Ja, ich auch. Ganz ehrlich, ich auch. Der gute Miyano Mamoru. So, abbiegen. Ich sagte abbiegen. Oh, eine kleine Gruppe Ixalas. Iskalas. Ja. Genau das. Ich glaube, Lanturn fehlt mir auch noch. Ich glaube, wir haben nur von Lampi ein Bild. Oh.
Aha, ein Stami haben wir definitiv auch noch nicht. Oha. Ich sehe da Schlägerei am Start direkt. Aufregend. Ich sehe hier auch nur Lampis. Angeblich gibt es auch noch Landturms. Ich habe aber keins gesehen. Ist ja gleich vielleicht nochmal hier durch. Oh, er hat wieder einen Purzelbaum gemacht. Süß. Ich wäre aber lieber den Iskala hinterher geschwommen. Naja. Naja, nun. Ja, aber auf dem Level haben wir uns die Map noch nicht angeguckt. Da hat sich schon noch mal ein bisschen was getan. Oh oh. Oh nein, tu ihm nicht weh. Direkt wieder Eskalation hier. Aber Stami war nicht auf meiner Liste. Das heißt, das ist das letzte Pokémon, das uns fehlte. Dann kriegen wir es jetzt hin. Das ist voll gut. Das erleichtert mich jetzt schon mal. Gott, diese Geräusche. Manchmal habe ich das Gefühl, ich quäle die richtig, richtig doll. Hi. Was machst du denn hier? Das ist halt echt eine der besten Maps. Ich liebe so Unterwasserkram. Alles klar. Es schwimmt ein wenig wild. Wir müssen auch unbedingt wieder auf Japanisch stellen, nur falls nochmal irgendwas passiert. Sollte noch eine finale Cutscene kommen, möchte ich die in All Its Glory haben. Oh, sehr gut. Das ist auch die Ruinenabzweigung. Dann können wir hier die Ruinen nämlich auch gleich mitnehmen. Felsen wurde sauber in zwei Teile geteilt. Okay. Alma. Ich kann damit irgendwie nichts machen. Aber okay. Und hier müsste sich jetzt eigentlich auch noch unser Legi befinden. Jetzt war ich wieder zu langsam. Aber diese Millisekunde, Mann. Die sind da knallhart. Da wäre wahrscheinlich das Legi versteckt gewesen. Aber dann machen wir halt noch ein schönes Tag-Das-Bild. Guck mal hier. Ist vielleicht Hunger? Hm. Ja, aber hör doch, was die für leidende Geräusche machen zwischendurch. Da kriegt man es ja mit der Angst zu tun. Hier, die Landtouren jaulen zum Beispiel ganz schlimm die ganze Zeit. Das sind ganz arme Bubuhasen. So. Marmolida.
Ich meine, guck dir das doch mal an. Allein dieses Auge ist einfach nur creepy. Ach so, du meinst, das ist wahrlich. Ja, dann. Beste Stelle findet Dory. Wie sie einfach wahlisch redet mit ihrer Wahlfreundin. Fand ich leider ziemlich fabulös, muss ich sagen. Das ist doch kein Weilmar. Hä? Kamera, are you drunk? Berechtigte Frage, wie ich finde. Ah, da habe ich jetzt die Ruinen fotografiert? Nee, ja, da müssen wir eh nochmal rein. Aber das geht voran. Das müsste unser 200. Pokémon sein. Over 200. Nice work. Da müssen wir nächstes Mal an ein paar Sachen auch ein bisschen näher ran, habe ich das Gefühl. A new discovery. Nice work. Oh, so knapp. Aber alle leiden. Ich habe nämlich mittlerweile noch ein paar mehr Streamer geguckt, weil jetzt alle langsam mit Pokémon Snap anfangen, weil alle verstanden haben, was das für ein nices Spiel ist. Und alle weinen, wenn sie 3900 Punkte bekommen. Das ist so grausam. Es gibt schon ein System, aber das Ding ist, dass halt leider, auch wenn es einen mega geilen Action-Shot macht, die Kriterien Größe und Blickrichtung und so immer noch zählen. Das ist auch nach wie vor, wenn er... 200 Pokémon, guck mal. Wenn er halt wirklich hier auch forschen will, verstehe ich, ja, okay, große Fotos und so, haben wir ja am Anfang drüber gesprochen. Aber solche Shots müsste er halt anders bewerten. Einfach weil es die Pokémon in ihrem natürlichen Lebensraum zeigt und mit Aktionen und so. Aber dann wiederum, es ist ein Kinderspiel, das auf Kinder ausgelegt ist und der Algorithmus ist jetzt halt auch eher simpel, ne? Irgendwie musst du halt Kriterien festlegen, weil so Art-Fotos halt auch leider super subjektiv sind. Was ich ne gute Lösung gefunden hätte, wäre... aber da wäre halt dann wieder die Frage... Wie bewertest du die Artsy-Bilder? Also wie programmierst du den Algorithmus dafür? Wir haben ja Todd freigeschalten relativ früh. Ich nenne es jetzt mal freigeschalten. Und er ist ja Fotograf. Wenn du einfach halt wirklich zwei Dexe haben könntest. Einen für den Prof mit halt den, ich sag mal, wissenschaftlich wertvollen Fotos. Und dann aber halt noch so einen anderen eigenen Dex, den Todd vielleicht auch auf irgendwie fotografischere Sachen, wie auch so Zweidrittelregel und so ein Kram, bewertet.
Das wäre vielleicht ein ganz guter Workaround geworden, weil du hast zwar das Album, wo du dann ja auch nochmal ranzoomen kannst und den ganzen Kram machen kannst und so. Das haben sie dafür, glaube ich, vorgesehen, quasi dieses Resnap-Feature. Aber wenn Todd schon drin ist, kannst du dem ja eigentlich auch so eine nice Rolle geben eigentlich. Hast du es jetzt umgebracht, Iskala? Ich hab Fragen. Also da hätte man Todd halt auch theoretisch noch eine bessere Rolle in-game geben können, finde ich. Weil so ist er halt ungefähr genauso nützlich, / nutzlos, wie die anderen Dullis. Die ja nun auch nur Azubis sind. Aber da hätte man schon noch ein bisschen mehr rausholen können. Dann wiederum wissen wir natürlich nicht, wie viel Zeit und Budget sie hatten. Kann ja in dem Fall auch eine Zeitfrage gewesen sein oder eben eine Budgetfrage. Das wissen wir ja alles nicht. Insofern ist es und bleibt Meckern auf hohem Niveau. Aber das sind halt auch alles so Sachen, die du mit DLC im Prinzip noch nachreichen kannst. Muss man halt auch mal sagen. Ja, das musst du dann halt rausfinden. Das ist dann Teil der Challenge, das rauszufinden, wie ihm die Fotos am liebsten gefallen. Das war, glaube ich, unser Legi. Ich finde, man erkennt schon Muster, aber es ist halt, dadurch, dass es ja ein Rail-Shooter ist und du, wie gesagt, eben nicht bremsen kannst und dann manchmal den perfekten Moment einfach nicht erwischt, ist es schon echt eine Challenge, wenn du alles perfekt machen willst und dann vielleicht noch einen ästhetischen Anspruch an deine Fotos hast. Das steht dir hier eher im Wege. Ist auch so der Gusto der meisten Reviews so. Also wenn du tatsächlich hobbyfotografisches Interesse hast, willst du ab und zu ein bisschen sehr doll weinen, weil es halt einfach eben sehr, sehr technisch begrenzt ist, weil wie willst du es anders beurteilen? Aber das kann man halt auch theoretisch, ne, als Part der Challenge sehen. Es ist wieder so ein wie siehst du die Sache selber Ding? Wenn du das Spiel nicht, oh hi, nicht ändern kannst, dann musst du deine Einstellung dazu ändern. Das versuche ich gerade. Es ist ja trotzdem mega toll. Es sind halt wirklich nur so Kleinigkeiten. Wir meckern hier so auf unendlich hohem Niveau, weil das Spiel einfach so gut ist. Muss man halt echt auch mal sagen. Und das ist auch gut und richtig. Man darf Kritik üben und soll und muss auch. Aber wir dürfen hier auf echt hohem Niveau meckern. So, wo sind wir denn jetzt hier daheim? Da sind die Ruinen. Der Seite war doch auch noch was zum Scannen. Ich weiß es genau. So, erstmal ein schlechtes Bild, aber wir haben eins. Ich habe halt das Gefühl, ich muss die Blume treffen. Which I did not do. Das gibt wohl wieder kein Legi für uns, weil ich nicht werfen kann. Gar nicht frustrierend oder so. Hey, Roxro! Vor allen Dingen, wenn die schlimme Wurfaufgabe erst noch kommt. Da muss ich in kurzer Zeit ganz viele Pokémon abschmeißen. Und es ist natürlich am Ende der Route. So wie hier. Wäre sonst auch total langweilig. Alright. Aber vielleicht gucke ich gleich mal, ob man noch was anderes machen muss. Weil irgendwie beschleicht mich das Gefühl. Es könnte so sein. How was it?
Lass mich mal kurz gucken. Weil eigentlich hieß es nur Meeresgrund Level 3. Aber... nee, das sieht schon so aus, als wäre das in den Ruinen. Ah ja, man muss nämlich doch noch was machen. Tauche dazu während der Safari unter, wirf eine Lumina-Kugel auf Landhorn und befreie es anschließend von den beiden Quabbel. Ach, deshalb stehen die da so rum wie so Mobber. Und dann biegen wir nämlich nochmal ab. Das haben sie nämlich wieder nicht dazu gesagt. Richtig frech. Lustig ist aber, es gibt, glaube ich, anscheinend einfach mehrere Möglichkeiten. Was ich wiederum voll gut finde. Weil hier steht jetzt für eins von denen, wo ich gestern mir ein Ding rausgesucht habe, nochmal ein anderer Lösungsweg. Interesting. Das lassen wir mal auf. Schwupp. Dann doch noch mal ein bisschen mehr Arbeit als gedacht. Aber kriegen wir alles hin. Das böse Iskala hat sich auch schon mal gelohnt. Ist auch nicht wirklich größer, ne? Einmal. Aber das halt auch, wenn sie da jetzt wirklich eine Variety reingebracht haben, wie du Sachen freischalten kannst. Das ist halt auch schon wieder ein Pluspunkt. Das ist eben nicht nur diese eine in Stein gemeißelte Variante. Dann schauen wir mal, welches Landhorn da wohl gemeint ist. Nice work. Nice work. Nice work. Komplett. Boah, bei Iskala haben wir echt nicht gut abgeliefert. Das sind viele Bronzesterne. Nice. Da muss ich definitiv nochmal ran. Ne, eins war golden, tatsächlich. Einer war gold, der oben links. Sonst wäre es fast schon wieder cool gewesen. Einfach so eine schlechte Seite. Bronzebilder. Aber leider hatten wir ein goldenes. Dramatisch. So, damit hätten wir die Ruinen aber auch. Und ich meine, er sagt jetzt, wir sind dem Rätsel oder der Lösung des Rätsels einen Schritt näher gekommen. Schauen wir mal, ob da nicht, weil er rätselt ja auch immer noch. Er ist mit dem Canon-Ende ja auch nicht so ganz zufrieden. Vielleicht kriegen wir ja doch noch was dafür, dass wir so fleißig waren am Ende des Tages. Ich meine, so eine 100% Belohnung könnten sie schon machen, finde ich.
Vielleicht nicht erst, wenn man alles auf Diamant hat. Das wäre ganz nett eigentlich. Aber ich nehme mal an, mit Untertauchen meinen sie jetzt auch, also dass wir den alternativen Weg gehen müssen. Das werden wir also wieder tun und dann werfe ich alle Landhorns ab, die ich sehe. Alle. Aber wir haben ja diese beiden Quabbel, dieses Quabbelpaar fotografiert, das meinen die wahrscheinlich. Das dann den Weg freischaltet. Okay. Das dachte ich gerade kurz, ich dürfte nicht, weil der Hummer, der Wummer-Hummer, aber ich durfte doch. So, weil das sind ja alles Lampis. Das hier eigentlich. Oh. Hier ist halt Strömung. An so Stellen mit Strömung irgendwas treffen ist echt schwer. Könnte sein, dass wir das Landhorn jetzt auch verpasst haben. Hier sind ja gleich schon die Quabbel irgendwo. Landhorn. Das da. Nein, komm her. Och, der Delay beim Werfen. Nein. Starte ich jetzt neu oder nicht? Weil das, die hier, das war leider schon das richtige Landhorn. Ach, das ist so kacke mit dem Werfen, Mann. Ich bin schlecht im Werfen. Weißt du, was ist das hier? Pokémon Bundesjugendspiele oder was? Kacke. Das war's. Mach mal neu. Wir machen das jetzt fokussiert. Legejagd. Los geht's. Ja, diese Scheißwerferei, Alter. Bin schon froh, dass dieser andere Weg, den ich gefunden habe, jetzt nicht sagt, bewirf alle Lapras mit Lumina-Kugeln, weil das hätte mich, glaube ich, um den Verstand gebracht. Nicht die ganzen Lapras hätte abwerfen müssen. Darf ich bitte durch? Danke. So, können wir nochmal Mobbing festhalten? So, mehr Mobbing hier. Jetzt muss ich aber auch treffen. Wisst ihr, warum ich nicht werfen kann in diesem Spiel? Physik. Weil du hast ja Fliehkräfte hier beim Werfen. Die kann ich leider nicht berechnen. Warte, was muss ich jetzt machen? Und dann retten, okay. Warte, ist es jetzt weggegangen?
Alter, wie soll ich denn da hinten hinschmeißen? Hat sich das auch mal einer überlegt, dass ich nicht so weit werfen kann? Okay. Mann, was ist das für ein Mobbing-Spiel? Die können doch nicht das Landhuhn so quälen. Da haben die das einfach festgehalten, hast du gesehen? Was sind das für räudige, Mann? Richtig mies. Einer links, einer rechts, das Landhorn flankiert, festgehalten und durchgeprügelt hier. Was ist denn los im Pokémon-Universum, Mann? Was machen die denn da? Da ist es. Eins meiner Lieblingslegis und wohl auch das, das im Trailer war, habe ich mir sagen lassen. Bonk. Weißt du, da ist es schon so groß und ich treff's trotzdem, ne? Ja, ein waches Lugia wäre leider geiler so. Mein Gott, ich hasse diese Wurfmechanik so sehr. Es ist gut, dass das heute der letzte Tag Pokémon Snap ist. Weil manche Dinge regen mich einfach nur noch auf. Bin ganz ehrlich. Diese dumme Wurfmechanik. Weißt du, dann gib mir doch einen Pointer, wo das Ding hinfliegt. Welches sechsjährige Kind kann Physik? Das kann nicht Physik anwenden. Ich hatte den anstrengenderen Tag. Aber garantiert. Aber deshalb war das hier so verdächtig. Guck mal. Naja, wenn wir alle Pokémon haben, haben wir alle Pokémon. Ja? Was ist Lugia so voll am Pennen hier? Traurig. Aber wenigstens ein schönes Tag, das Bild. Guck mal. It's something. Oh, 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 oh. Vielleicht sollte ich doch mal Subnautica spielen. Aber was ist denn jetzt hier? Ach, einfach nur die Blume. Was passiert, wenn ich sie treffe? Wir erfahren es nicht. Weißt du, es sind halt immer Millimeter, die fehlen. Nach 30 Stunden triggert es einfach. Wenn dir immer so ein halber Millimeter fehlt. Weil der Ball einfach denkt, nö, ganz ehrlich, nö, heute nicht. Nicht okay. Oh boy. He long. Ja, ich mach das. Aber das mache ich wahrscheinlich alleine, weil ich im Stream leider sonst einen Koller kriege. Ich habe im Stream nicht die Ruhe für sowas. Außerdem wollen ja auch alle den Zack sehen. Und so. Was mich auch freut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so oft nach Zack gefragt werde. Hat mich tatsächlich überrascht. Positiv. Wenn der nur nicht dieser Heartbreak wäre, der damit zusammenhängt. Nun. Also ich meine, das ist sicher nicht das letzte Mal, Snap. Aber erstmal. So, das hier. Und Starmie darf ich irgendwie nur 3-Sterne-Fotos haben. Lanturn. Ich meine, guckt euch diese gemeinen Mobber an. Das hat voll geweint. Nicht okay. Mobbing ist böse. Ich meine, hier ist es größer drauf, aber hier hat es ein Auge auf. Ich will das. So, was machen wir mit dir?
Ich meine, da haben wir schon 4000 Punkte. Gucken wir mal, was es dafür gibt. Wildes Wheelie ist wild. Kiri macht übrigens gerade neben mir einen auf Lugia. Hat sich halt genauso eingerollt, als hätte er es beobachtet. Trotzdem keine 4000. Manchmal verstehe ich es nicht. Ja, warte, ich mach mal ein Foto. Wait. Muss sneaky sein. Der wacht nämlich genauso schnell auf. Au. Ah. Okay, das kann ich mit meiner Hand nicht machen. Warte. Ich hab's extra groß und mittig fotografiert. Ja, wie einer meckert. Größer und mittiger geht nicht. Sleeping Kiri. Und schon ist er aufgewacht. Zu spät. Haben schon alle gesehen, das Bild, wie du ganz friedlich schläfst, ja. A new discovery. Perfect timing. Er kann so süß und unschuldig, wenn er will. Nice work. So süß und unschuldig. So, das sieht hübscher aus. Dann sind wir hier auch fertig. Dann würde ich sagen, machen wir direkt in Kopia weiter. Dass es sich auch lohnt. Domizil am Meeresgrund. Du hast am Lentil-Meeresgrund den Weg entdeckt, der zu Lugia führt. Dass es nicht in den großen Ruinen wohnt, finde ich ein bisschen komisch. Aber naja. So, hier Mobbing wird natürlich festgehalten. Es wird noch angezeigt. So geht's ja nicht. Diese Quabbel kommen nicht ungestraft davon. Und wir machen am Riff weiter. Es ist nur die Frage, welche Methode versuchen wir zuerst? Beides involviert werfen. Yep. Aber da das eine am Anfang werfen ist und das andere am Ende werfen, mache ich einfach ganz gewagt beides. So, wir müssen diese Blume da treffen. Weil du halt auch so Sachen in Sequenzorder machen musst. Bis du das mal zufällig rausfindest, dauert halt auch einfach 40 Jahre, glaube ich. So. Und dann da. Ist hier noch irgendwo eine Blume? Und theoretisch hatte ich doch recht, dass hier Dinge passieren, aber vielleicht muss man genau in die Mitte vom Strudel treffen und dann haben wir schon gelitten. Oh nein, guck mal! Okay. Das passiert, wenn man genug Bälle reingeworfen hat, aber das waren jetzt schon so gefühlt 20. Das war eine ganze Menge und irgendwie ist hier keine Blume mehr.
schade. Hier hinter verstecken sich anscheinend noch Dinge, aber ich sehe hier keine Blume mehr zum Abwerfen. Oh, oder er macht es einfach so. Das war cool. Nur das Legi habe ich jetzt hinter ihm nicht gesehen. Dann müssen wir wohl Lapras abwerfen. Hat das Internet etwa wieder rumgelogen? Ist ja wild. Ja, jetzt ist er wieder eingeschlafen. Oh, guck mal. Jetzt liegt er einfach Turtok rum. Und chillt seine Nuggets. Voll gut. Na gut, dann hoffen wir mal, dass die Wurfgötter jetzt gleich mit mir sind. Es waren, glaube ich, 5 Lapras. So, das Baby, das sich so doll gefreut hat. Das leuchtet schon mal. Du leuchtest. Die hören ja irgendwann auch auf zu leuchten. Ich weiß nicht, ob das mattert. Ach komm, das war ein Treffer. Aha. Guck mal, wer da ist. Okay, das hat funktioniert. Anscheinend kann man es auch hinter Vylord sehen. Aber das hat ja leider nicht geklappt. Zum Glück habe ich die Lapras abgeworfen. Voll gut. Die Happy Lapras. Voll gut. Aber wer wirft alle Lapras ab und macht dann Musik? Ich meine, vielleicht... War das so ein kleiner Tipp mit dem, ja, die Lapras singen und so, dass man vielleicht mal die Mucke anmacht, aber die vorher alle mit Lumina-Kugeln abschmeißen, macht doch kein Mensch. Das macht doch keiner. Hättet ihr das gemacht? Jetzt mal Hand aufs Herz. Das sollte uns jetzt theoretisch... Oh, was für ein gutes Bild. Den Sticker hier geben. Die sind so happy. Oh, wow. Oh, wow. Wie sie tanzen. Richtig gut. So. Alright. Ich will auch ein Lapras sein. Ja, das fühle ich. Das fühle ich auf einer spirituellen Ebene. Ehrlicherweise. Und als ob das nicht Platin war, hör mal. Das war ja wohl das beste Turtok-Bild, das jemals existierte. Wie die sich freuen. Muss ich aber nochmal besser festhalten anscheinend, wie die sich freuen. Die haben sich aber wegen der Musik so gefreut, ne? Glaube ich. Ich glaube, das war die Musik.
Dein Fotodex füllt sich langsam, sagt er, obwohl wir uns echt kurz vorm Ende befinden. Ja, guck mal, alle Pokémon-Arten im Copia-Archipel. Wahrscheinlich ist die 100% Belohnung, dass wir all die schönen Sticker haben. Excellent. Was für ein Abenteuer. Es hat an einem schönen Strand angefangen und in den Tiefen des Meeres geendet. War schon wild. Aber weißt du, komm, so ein gutes Bild. Die Turtok sich einfach durch die Luft pupst. Okay. Dann machen wir den Floriopark als nächstes komplett. Beim Basecamp haben wir alle, das heißt, dann müssten wir den Sticker kriegen. Completion Hunt. Let's go. Ja. Hallo. Jetzt muss ich kurz eine Pfote halten. Oh, und die ist so weich. So eine ganz weiche Pfote. Pfote mit F. Vielleicht haben wir auch Glück und es kommt nochmal, genau der Kollege. Und da ist er auch schon wieder weg. Ach, und Shaman. Das kleine, süße Shaman. Murkse. Die feiern voll die Party hier. Ja, da wirst du wach, ne? Wenn du Vögel hörst. Zack, wach. Aber die brauchen hier mal einen Gärtner im Park, ne? Weil das wird jetzt wieder voll das gute Bild, weil der Kramurks beim Essen sehen will. Du erkennst halt eigentlich nichts von Kramurks. Traurigerweise. Okay, das hat nicht geklappt. Da müssen wir gleich nochmal ran. Aber zuerst will ich versuchen, nochmal ein schönes Bild von den Bibiza-Free zu kriegen. Sie sehen aus wie so kleine Cocktailwürstchen. So Mini-Winnies. Ach, hallo, wen haben wir denn da? Ich wünschte, Sobble wäre auch so kamerageil. Aber nein, Sobble ist natürlich schüchtern, man kennt's. Nice. Sobble ist viel zu schüchtern, leider. Aber dafür können wir hier die Bande nochmal aufwecken. Dachte ich zumindest. Na, hör mal, wie müde ist der denn? Jetzt ist er wieder viel zu klein. Kleiner Affe war so müde. Nanu, ist da jemand? Nö.
Da düst schon wieder der kleine Mann. So, was haben wir hier? Eine Kristallblume. Kann man hier Hornbeißel eigentlich auch holen? Nö. Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Nö. Okay. Dir scheint ein toller Schnappschuss gelungen zu sein. Ja, dann gucken wir doch mal. Ist halt auch nicht größer, ne? Also ich versuche mal das, aber ich glaube, wir waren letztes Mal dicht da dran. Aber zwei Sterne Kramurks, das wir noch nicht haben, von dem man leider auch nichts sieht. Das nächste Mal nehmen wir einen Rasen hier mit. So, das ist ja wohl ein perfektes Bild von den Mini-Winnie-Würstchen hier. Jetzt habe ich Lust auf Würstchen. Ja, selber reingelegt, ne? Modri? Und Batterie. Auch gut. Nur das letzte hat mich jetzt nicht triggern wollen. Das versuchen wir gleich nochmal. Let's do this. Great timing. Vielleicht haben wir da ja auch noch eine Chance, das nochmal zu machen. Nice work. Perfect timing. Und damit ist Kramurks komplett. Gibt es eigentlich irgendwo so eine Übersicht, wo man auch sehen kann, nicht nur wie viele man schon hat, sondern wie viele Seiten man auch schon komplett hat? Das wäre ja eventuell auch nicht ganz uninteressant zu wissen. Man kann es natürlich einzeln durchblättern, dauert aber. Hashtag Quality of Life. Ja, von Pinsir fehlt immer noch die 4-Sterne-Aktion. Niemanden interessiert die Streckenpunktzahl. Niemanden, lass mich dir das sagen. Nochmal. Wenn wir das im Kasten haben, machen wir erstmal kurz Pause. Bevor wir dann mit der zweiten Hälfte weitermachen. So, wenn wir jetzt hier ganz schnell sind. Ganz, ganz schnell. Schnell darf es halt eigentlich auch nicht, ne? Da muss man die ideale Balance noch finden. Huch! Hab's weggejietet. Hoppla. Das konnte ja keiner ahnen. Kann ich die vielleicht hier auf die Straße locken?
Dann überfahren. So, das war doch mal ein Gewinn. Möchte ich mal sagen. So triggert es nicht. Ich kapiere es nicht. Eigentlich sollte hier ein Pokémon aus dem Baum fallen, aber es passiert einfach nicht. Muss man nicht verstehen, schätze ich. Das war schön. So, was geht hier noch? Equiqui. Nein! Du musst den Bidi-Zapopo treffen. So. Können wir mit Carpador noch was anstellen? Da plätschert er davon. Sehr witzig gewesen, wenn er gegessen worden wäre, wie das, das Fisch-Pokémon, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Hey Sky, da ist Cat Jam. Auf geht's. Aber das ärgert mich. Wieso wird das nicht getriggert? Ich mache alles richtig. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Spiel so Müll. Finion, genau. Batribibat. So, mit denen kannst du hier doch bestimmt irgendwas machen. Ach, da ist sie ja doch, guck mal. Oh. Oh, Hallöchen. Da haben wir einfach unter den Rock geguckt. Ganz, ganz unanständig. Das wollte ich gar nicht. Das ist einfach so passiert. Okay, warte, aber das wurmt mich jetzt. Ich guck nochmal. Kann doch nicht sein. Ich mach das doch richtig. Ich hab doch alles gemacht. Vielleicht muss das Pinsir ja ganz draußen sein. Das kann sein. Heieieiei. Aber hat sich ja zum Glück trotzdem gelohnt. Weil wir hier aus jedem Trip trotzdem alles rausholen. Solche Fotos zum Beispiel von Scheinen. Muss sich auch lohnen, die ganze Nummer. So, Kramurks. Ich ja fast sagen, das hier. Weil das ist wahrscheinlich wieder zu nah dran. Wenn wir eh nochmal rein müssen, können wir da ja auch noch ein Bild machen. Vielleicht können wir bei Taubos auch noch einen Platinstern rausholen. Fände ich voll gut eigentlich.
So, die Wadribis. Oh, das ist ziemlich gut, glaube ich. Das nehmen wir. Von Hornweisel habe ich schon das gute 4-Sterne-Bild. Das heißt, wir nehmen jetzt ein gutes, das hier zum Beispiel, 2-Sterne-Bild. Wie so cute, Mann. Es ist einfach so ein unendlich cutes Spiel. Ich kann nicht. So, da haben wir noch ein paar Punkte rausgeholt. Hoppla, auch nochmal 100 Punkte reicht, aber immer noch nicht. Dann kriegen wir aber auch nochmal eine Chance. Vielleicht doch 5. Wenn ich Pinsir wieder nicht aus dem Loch rauskriege. Sehr schön. Dann können wir das nämlich einfach nochmal machen. Sehr gut, jetzt brauchen wir noch eine 4-Sterne-Aktion. Aber die habe ich noch nicht rausgefunden. Ich hoffe, es ist nichts mit Musik. Die Pokeflöte ist the bane of my existence. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Aber guck mal, so langsam haben wir sein Game verstanden. Wie es so sagt, ich hoffe, du bist zufrieden mit deinem Ergebnis. Ja, eigentlich schon. Kann nicht klagen. Ich mag meine Bilder. Another. Ich habe große Angst, dass der neue Thor-Film, der ja Love and Thunder heißt, einfach richtig schlecht wird. So richtiger Trash. Am Ende hat er noch was mit Captain Marvel. Could you imagine? Ey! Du Cheater! Da haut er einfach ab. Das war jetzt aber nicht okay. So, werfen wir gleich schon mal hier einen Apfel hin. Ja, komm. Oh nein, mach's doch mal. Aber Raupi macht es nicht nochmal. Okay, konzentrieren wir uns hierauf. Jetzt hat's geklappt. Guck mal, wer da ist. Wie er guckt. Are you dead or something? Ein Revierkampf habe ich mir irgendwie aufregender vorgestellt, aber in Ordnung. Da war einfach Skaraborn. Er ist einfach runtergeplumpst. So, und wie kriegen wir jetzt aus dir 4 Sterne raus, mein Schatz? Das waren es ja, glaube ich, nicht. Maybe Food? Weil es ist nämlich, Essen ist nicht immer dieselbe Sternanzahl, tatsächlich. Da sind sie so ein bisschen... Oh, wow. Da sind sie so ein bisschen wild. Ich will ein Picolente. Hm?
Look at him. Ach, jetzt kämpfen sie. Oh boy, oh boy. Jetzt wird hier gekämpft. Aber wie? Oh, Scaraborn hat, glaube ich, verloren. Okay, das war cool. Na du alter Mobber. Weißt du, und jetzt hat er sich zur Belohnung einen Apfel verdient. So, da ist nochmal Hoplo. Aber vielleicht können wir nochmal hier die Hornweisels triggern. Immer noch nicht so ganz verstanden, wie ich Hornweisel überhaupt getriggert habe. Sich das, was Rivi einfach entwickelt hat, vielleicht? Weil das ja weibliche sind, weiß ich nicht, meine. So, man fotografiert Frauen eigentlich nicht unter den Rock. Tun nicht, was ich gerade getan habe. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, okay. Ich glaube, ausnahmsweise ist das mal okay. Aber vom Scaraborn dürfen wir jetzt auch wieder nur ein Foto behalten, weißt du? Ist auch ein bisschen grausam, was der Mann mit einem macht. Aber voll gut. Nee. Nee. Meh. Hatte ich nicht noch so ein Zwischending, das wurde jetzt wieder nicht als Tangolos gezählt, war? Ärgerlich. Oh. Also das mit dem Fadensprühen war anscheinend die 4-Sterne-Aktion. Wir haben sie eigentlich nicht mehr erwischt. Aber so halb doch. Also nehmen wir das mal mit. So, und jetzt ist hier die Frage. Wir haben von Scaraborn nur die allerbesten High-Level-Pictures. Aber hier ist es halt von hinten. Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen Paint Me Like One of Your French Scaraborns. Weil wir es können. Wie fail das ist, dass das 4-Sterne-Chelterra ist. Ich meine ja nur. So, das hüpfende Dodri. Das ist, was ich erreichen wollte. Mal gucken, ob das besser bewertet. Aber leider kein 4-Sterne-Taubos. Schade. Essen war nicht die Antwort. Trotzdem reichen wir das ein, weil es ein mega gutes Bild ist. So, von Hornweisel fehlt ein Stern. Joa, dann das. Svarones. Das hier. Lente. So, der 4-Sterne-Pinsier-Ding ist also dieser Kampf. Okay, was haben wir? Was haben wir hier, was gut ist? Oh, das ist halt auch mega gut, ne? Ich hätte gerne eins gehabt, wo er Scaraborn so auf den Hörnern hat. Also so, aber wo du mehr siehst. An dem hier wird er wahrscheinlich die meiste Freude haben. Der Professor. Ein Bau. Aber Game Freak braucht Feldstudien über Bäume. Insofern war es okay. Oh Mann, meine Stimme, ey. Das ganze freudige Herumgeplärre macht so langsam meine Stimmbänder auch ein bisschen kaputt.
Aber es macht mir so viel Freude. Ich meine, guck dir Scaraborn an. Wie er sich erst ganz lieb unterwirft und dann so, weißt du was? Nee, doch nicht. Und dann Schlägerei. So. Richtig gut. War aber immer noch nicht perfekt. Hm. Dann sind wir nochmal ran. Ob das nur irgendwie 80 Punkte besser war. Zumindest unser Hornbeisel-Game läuft. Wow. Jetzt kommt der spannende Moment. Okay, puh. Damit haben wir Pinsir komplett auf Diamant. Pinsir ist durch. Perfekt. Und bei Vadribi müssen wir 2 Sterne noch nachreichen, aber auch das. Pinsir auf Pearl? Warte mal. Besser geht nicht. Pinsir ist schon perfekt. Es fängt ja auch mit P an. Achso, wegen Diamond und Pearl. Erinnere mich nicht an die Remakes. So, Streckenrekord. Aber viel wichtiger ist, kriegen wir jetzt auch den Sticker? Ja! Damit ist Floreo abgeschlossen. Nice. Guck mal, wie hübsch das wird. Excellent. Du kannst auch länger trinken holen, denn ich mache jetzt gleich Pause. Du hast sie alle verewigt, von den Pokémon hier im Basiscamp bis hin zu denen in freier Natur. Gutes Ergebnis. Na, 30 Millionen, wa? Wow. Das war wild. Das war eine ziemlich große Zahl. So, paint me like one of your French Scaraborns. Muss natürlich mit. Und den Kamm. Vielleicht hätte ich das da abgeben sollen. Wieso war das eigentlich nicht dabei? Ach, weil es bei Scaraborn war. Okay. Ich verstehe. Okay, dann sind wir hier fertig. Dann machen wir als nächstes den Dschungel komplett. Und das Schlimmste heben wir uns für den Schluss. Obwohl. Warte, vielleicht heben wir uns den Dschungel für den Schluss auf. Ich denke kurz drüber nach. So lange machen wir Pause. Bin gleich wieder da. So. Habe mich noch kurz mit Monte gestärkt. Und zwar dem Guten. Nicht dem aus Buxtehude. Und jetzt habe ich noch Megaslach-Gummi. Das ist voll lustig, weil die haben M-förmige Lachgummis. Und der Change of Plan sagt, wir gehen jetzt erst in den Wandelwald. Ja, und noch Maxi-Monte, Mann. Richtig geil. Habe ich eine Stream-Markierung gemacht? Ich mache noch eine. So. Im Wandelwald wird es jetzt nämlich richtig wild. Gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Denn, wie ich schon richtig voraussagte, gibt es hier noch 2 Areale und wir werden ein Frühlings-Sesokids finden. Ich weiß es, ich rieche es. Und nein, was ist passiert? Welches Pokémon hat Aufruhr eingesetzt? Was war da los? Oh, lecker. Da ist Piana. Aber lässt es leider noch arbeiten.
Das ist jetzt dumm gelaufen. Huch, hi. Okay, das war's nicht. Mann, da geht er einfach in die Hecke, Mama. Ah, diesem Tromborg. Das freut sich jetzt nämlich ganz doll. Und macht dann den Weg frei. Ich glaube... Nein, das gibt keinen Hinweis. Aber naja, hätte man vielleicht drauf kommen können. Und jetzt haben wir auch endlich das Rätsel gelöst. Wer den Stein hier zum Schweben bringt. Es sind drei Psiao. Und noch ein Psiana. Hi. Oh, bist du so süß. Vier junge Männer in eurer Garage. Okay, Wahnsinn. Ihr macht ja wilde Sachen daheim. So, Frühling, Frühling, Frühling. Oh. Wobei, vielleicht ist das Frühlingsbambus. Weiß man jetzt nicht so genau. Nein, es ist Sommer. Seso-Kids in der Sommerform. Aber es gibt bestimmt auch eine Frühjahrsmap. Wir haben sie nur noch nicht bekommen. Und Winter hatten wir, glaube ich. Doch, die Winterform hatten wir schon. Das heißt, es ist auch ein bisschen Lack dabei. Bin unschuldig, hab nur Trinken geholt. I know. Aber Männer und Kraftfahrzeuge. Immer wieder schön. Das Witzige ist, das ist jetzt das Areal, das wir schon kennen. Nur nochmal ein bisschen anders. Der Wandelwald ist so wild. Genauso wie dieses Pampam hier. Hallo. Das würde ich jetzt auch gerne machen. In so einem sommerlichen Bambuswald. Hier voll die Party feiern, Mann. Kriegst du jetzt Babys? Ich glaube, das heißt nein. So. Dann schauen wir mal, was hier noch so geht. Weil diese Nebelabschnitte, die sind immer da. Da ist es! Lisa, komm schnell, wenn du mich hörst. Frühlings-Seso-Kids. Wir haben es gefunden. Awesome. Es existiert. Davon kriegen wir gleich noch ein besseres Bild. Pass auf. Pass auf. Kita! Kita so! Na komm. Komm her. Komm her, du Schlingel. Da ist es. Aber wir dürfen jetzt das Abbiegen nicht vergessen. Wir müssen nämlich gleich nochmal abbiegen. Vielleicht haben wir dann Glück und kriegen noch eine Spring Map. Das wäre der Overkill, Mann. Da ist schon mal Psyana. Oh. Da ist es. Guck mal, wer da ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Und der Papa auch noch. Ja, Halleluja. Look at them cuties. Ich raste aus, Mann. Oh, wie es noch in die Kamera geguckt hat. Oh boy. Warte. Da müssen wir hin.
zeigen uns jetzt nämlich einfach den Weg. Voll gut. Mega Cuteness Overlord. Ich hätte mir die Lachgummi gar nicht holen brauchen. Mein Zuckerspiegel ist jetzt auf over 9 Millionen, ey. Erst ist Piana, dann noch der Papa, auch in der Frühlingsform. Viel zu nice. So, und jetzt, was haben wir? Oh, oh, hi. Weil dieses Areal kann wohl jede Jahreszeit haben. Das heißt, wir fahren jetzt ein paar Runden durch den Wald. Um hier alles zu catchen. Ach, das war Psiao. Okay. Und dann fahren wir noch ein paar Runden durchs Schneefeld und dann holen wir uns das letzte, das beste, das einzige, das wahre Pokémon. Und theoretisch müssen wir vielleicht noch Ruinen fotografieren. Ich weiß nicht, wie sehr die will. Ich meine, stellt euch mal vor, wir hasseln hier richtig rein. Und dann... Oh! Und dann fehlt uns halt einfach... Oh, wie sie alle zusammen sind. Ob ich sie alle auf ein Bild locken kann. Und dann fehlt uns in der Sammlung halt einfach eine Ruine. Oh Gott, look at them. Aber das Wintersesokids fehlt. Wahrscheinlich, weil wir die Winterform noch nicht gesehen haben. Also die Wintermap. Oh, wie schade. Da geht noch was. Da geht aber noch so richtig was. Es gibt einen Titel für die Ruinen. Okay. Schauen wir mal. Aber oh mein Gott. Oh, hi. Endlich mal gute Shenlong-Bilder. Los geht's. Oh, wie sie gucken. Oops, that's all your memory. Wrap it up and come on back. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Der Wandelwald ist die beste Map. Wieso werde ich richtig raus teleportiert, wenn ich leer bin? Ja, richtig gut. Und ich will euch ja nicht verraten, welches Pokémon wir hier noch suchen. Aber es ist eins meiner Lieblings-Pokémon, also... Und es passt hier perfekt rein. Ist aber wahrscheinlich in der Wintermap, wenn ich so drüber nachdenke. Aber das ist leider luck-based. Das heißt, da müssen wir jetzt einfach Glück haben. Das Wintersesokids. Das auch? Aber das habe ich gerade tatsächlich gar nicht gemeint. Wir haben die Vorentwicklung schon gesehen. Und ich habe ein bisschen gequietscht. Mehr verrate ich nicht. Nein, ich kann mich nicht von Brofist trennen. Ich kann nicht. Aber Wintersesokids brauchen wir auch, unbedingt. Insofern war die Aussage nicht falsch. Oh. Warum ist dieses Spiel so unendlich perfekt? Das ist nicht auszuhalten, wie perfekt dieses Spiel ist, Mann. Naja, unten 4-Sterne-Bad, ne? Ich meine, 4-Sterne-Bad, los geht's. Was ist hier neu? 2 Sterne. Oh, ich meine, guck. Guck doch. Die kommen alle ins Album, like. Alle. Jetzt ist nur die Frage. Das ist ziemlich gut. Das wird er wahrscheinlich auch besser bewerten als das. Außerdem 2 Sesokids sind besser als 1. Das heißt, wir müssen vom Spring-Sesokids dann nochmal ein Bild machen. Das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir wohl organisiert. Ja, das Sesokids ist halt auch unser Ding. Unser Ding, das kleine Stück Glück, Alter. Das kleine Stück Glück.
Ihr wisst, ich muss es tun. Sorry, Morlor. Let's do this. Nice work. Es ist einfach viel nice zu gut. Hey, bei mir hast du es noch. Bei mir hast du noch ein Kleeblatt. Ich wünsche wieder richtig wild. Bei mir hast du noch ein schönes gelbes Kleeblatt. Sehr gut. Aber der Wandelwald ist halt auch einfach viel zu gut, Mann. Natürlich durch das RNG auch ein bisschen... Och, guck mal. Guck mal, wie gut das ist. Jetzt machen wir noch ein Sterne Frühlingskids. Wobei, ein Winterkit brauchen wir auch noch, ne? Kriegen wir hin. Du hast halt das RNG ein bisschen drin. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber die Map kannst du halt auch 40.000 Mal fahren. Oh, komplett wurscht einfach. Das heißt, wir grinden jetzt die alternative Route, bis es kein Morgen mehr gibt. Oder wir alle Pokémon haben. Was zuerst eintrifft. Boop. Die wundersame Lichtung. Ja, diese Lichtung war aber halt auch wirklich toll. Oh Gott, und wir haben schon 5000 Fotos gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Pam Pam. Und dann hier die ganzen Schnuffelchen. Gleich erleben wir auch, ob wir unseren Speicher nochmal erweitern dürfen oder nicht. Ich wünschte, das hätte ich auch noch einreichen können. Das wäre so super süß gewesen. Aber der ewige Struggle des einen Bildes. Kriegen wir aber nochmal hin. Weil einfach diese Lichtung, wenn da dann noch das vierte dabei ist. Oh boy. Das heißt jetzt alle ganz feste Däumchen drücken. Dass wir gleich Glück haben und noch die Wintermap sehen. Und eine Sakura-Map gibt es bestimmt auch noch. Komm zurück! Oh, das Tangolus ist auf den Popo gefallen. Und dann hat's gelacht. Das war süß. Okay, warte, hier muss ich schon Musik machen. Oder? Ja, doch. Patter, 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 patter. So. Fingers crossed, dass wir jetzt eine Map kriegen, die wir noch nicht hatten. Ich weiß nicht, vielleicht hängt das ja auch von der Zeit ab, die man braucht, weil das ist jetzt wieder... Selbe Map. Aber das Wintersee-So-Kind. Ich benötige das. Gib es mir doch. Vielleicht ist das hier doch immer dieselbe Map, aber das wäre irgendwie komisch.
wie sich dieser freut, Mann. Irgendwas muss man mit denen hier bestimmt auch machen. Die Frage ist nur was. Okay. So, mal gucken. Welche Rehe kriegen wir jetzt? Herbst. Okay. Wir nehmen das Sesokids mal mit. Das ist jetzt wieder das Frühlings-Sesokids. Also das scheint random zu sein. Dann können wir hier aber vielleicht noch gucken, dass wir ein großes Ein-Sterne-Sesokids kriegen. Ein Frühlingskids. Das wäre eigentlich ganz cute. Immer schön mitnehmen. Der Wandelwald hat auch so mega tolle Pokémon einfach. Jetzt kommt das Kleine gar nicht mehr. Das ist jetzt bei Psiao geblieben, alles klar. So, wir biegen ab. Weil ich glaube, die Vier-Jahreszeiten-Map hier gleich mit der Lichtung, die ist immer am Schluss. Aber ich glaube, die erste Abzweigung könnte theoretisch nochmal eine andere sein. Schon, oder? Ich meine, ich finde selbst Tangolist stimmig, auch wenn ich Tangolist nicht so nice finde. Aber kann man schon machen. Ja, okay. Ich glaube, das ist immer dieselbe Map. Oh nein. Was habe ich getan? Da watschelt er davon. Kommt der jetzt hier rauf? Danke, dass du geguckt hast. Dann finden wir es einfach selber raus. So. Pam, pam. Dann muss ich mich nur erinnern, wo die Ruinen überall waren. Ja, bitte? Das war Bisa, ne? Bisas Happy-Geräusch. Aber wieder ist der Winter leer. Und das Pokémon, für das wir hergekommen sind, haben wir auch noch nicht gefunden. Weil hier kommen die für den Herbst raus. Ich will doch nur eine glückliche Sesokids-Familie. Bitte. Eine große, glückliche Familie. Hi, na? Überfahre ich gerade Sesokids? Hi, ja anscheinend.
da haben sie sich einfach auf die Straße geworfen. Weil sie auch nicht wollten, dass ich gehe. How was it? Das Ding ist halt, ihr gelangt zu einem Bereich mit einer zufälligen Jahreszeit, aber wir haben jetzt beides mal Sommer bekommen. Also ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das nicht schon wieder lügt. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe das Gefühl, wir werden hier schon wieder angelogen. Oh, das ist das 4-Sterne-Faser-Snob. Okay. Warum hat es das nicht? Das wäre das fehlende Kronjuwel, glaube ich, gewesen. Von den Sternen her. Hot damn. Manchmal hasse ich den Sensor. So ein klitzekleines bisschen immer nur. Oh man. Ja, das ist nicht groß genug. Wer wohl das hier? Wenn das als Kronjuwel gespeichert worden wäre, das wäre es gewesen. Aber da war ich mit meinem Pointer auf dem falschen Pokémon. Great timing. Immerhin, Tangolist fehlen jetzt auch nur noch 4 Sterne. Great timing. Nice work. Nice work. Genauso wie bei Shenlong. Nice work. Nice work. Ist das sogar besser? Really? Okay. Nice work. Eine Runde machen wir noch. Und dann gucken wir mal, ob das Internet wieder lügt, wenn wir jetzt wieder die exakt selbe Route fahren. Dann glaube ich nämlich, dass mich Informationen vorenthalten werden. Dann werde ich mich da nochmal erkundigen. Ich find's so süß, wie es lacht. Naruto Run! So. Das schönste aller Psyana-Bilder. Jetzt habe ich es wieder angefahren. Ich will das gar nicht anfahren. Das passiert immer aus Versehen. Nee, aber das ist immer dieselbe Map. Können doch nicht immer im Sommer rauskommen. Da muss es einen Trick geben. Dann muss ich wohl nochmal Onkel Google fragen. Will doch nur die Wintermap haben. Will doch nur ein Wintersee, so Kids. Das kann doch nicht so schwer sein. Okay, vielleicht doch. Direkt Alarm da draußen. Oh, wow, wow, wow. Das war süß. Mach's nochmal. Okay, dann nicht.
Oh, schade, dass da der Felsen davor war. So, mach du noch mal Sachen? Gut, das war nur noch Nebel, das Bild leider. Schade. Vielleicht zählt das trotzdem, mal gucken. So, jetzt haben wir das zumindest als Kronjuwel registriert. Mal gucken, ob das was wurde. Weil ich glaube, die Sterne-Aktion fehlt uns noch. Weil ich gerade nicht ganz sicher bin. Bei 214 Pokémon kommst du auch mal ein bisschen durcheinander. Was du bei wem schon hast. Ja, so hübsch, Mann. Wahrscheinlich muss ich das hier auch treffen, damit es hinten noch runterkommt, ne? Aber ohne Licht fürchtet es sich. Ob ich ihn vom Baum holen kann eigentlich? Gut, ich hatte eher so an Runterfallen gedacht. 4-Sterne-Aktion und so. Aber ich schätze nicht. Na gut. Biegen wir ab. Okay, Lisa, bis gleich. Hau rein. Werd nicht zu nass. Ja, vielleicht hängt es wieder irgendwie davon ab, du musst dieses Pokémon fotografieren oder so und so viele, Bilder gemacht haben oder irgend sowas. Das könnte halt leider sein, ne? Oh, da ist ja... Oh, guck mal! Reiten Lisa und Pam-Pam. Wir haben auch gestern leider das süßeste Event gesehen. Dass nämlich Lapras ein Shiggy auf dem Rücken hatte. Das fand der Professor nur leider nicht so cool. Der war da leider wieder eher langweilig. Nee? Ist nicht für euch? Okay. Weil nach wie vor ist der Winter leer. Es muss also noch ein Geheimnis geben, das wir nicht entschlüsselt haben. Vielleicht ist es auch erst auf Level 4, auch wenn ich Level 3 gelesen habe. Oh, jetzt fehlt aber auch das Herbst-Sesokit. Ah, ne, da ist es. Hab nichts gesagt. Ja, ne, aber irgendwie. Ja, das ist auch, was ich gelesen habe, aber dreimal hintereinander die Sommermap ist natürlich dann RNG-Pech vom Feinsten mal wieder. Der RNG-Jesus, er ist nicht mit uns. Ja, du süßes Ding. Nice work. Ich meine, wir haben sonst auf der Ice-Map auch noch eine Menge zu tun. Können wir auch ein bisschen alternieren. Oh, warte. Oh, warte. Ich warte. Also, ich wähle so lange schon mal Fotos auf. Oh. Without interacting with Espeon. Oh, okay.
Ja, dann bewerfen wir wohl mal das Psyana, weil natürlich hat das Psyana was damit zu tun. Dankeschön. Das kommt ja nicht umsonst mit. Nice. Okay, das heißt, die Ruinen haben wir ja noch gar nicht gesehen. Sick. Dankeschön. Wir gucken uns heute all die Secrets an. Oh, das ist das 4-Sterne-Bild. Perfekt. Das nicht so, aber nun. Vier Sterne Bisa ist, wie es auf Shenlong reitet. Los geht's. Das ist nicht groß genug. Das ist zu groß. Okay. Warte, ich kopiere mir das mal eben aus meiner Maus. Ich kopiere mir das mal eben kurz raus. So. Das heißt, wir sind immer im Sommer rausgegangen. Wobei ich ja kein... Habe ich... Ich habe keine Lumina Orb draufgeschmissen, oder? Nice work. Huh. Sollen wir mal gucken. Aber jetzt würde ich erstmal versuchen... Winter. Das heißt, wir fahren ganz normal da hoch und dann, wenn es hier steht, wo wir das Foto gemacht haben, werfen wir nochmal ein Illumina Orb drauf. Und dann müssten wir in der Wintermap rauskommen. Und da ist es komplett. Nice. Und das hier auch. Aber das, dieses Shenlong-Bild macht mich glücklicher, als es sollte, glaube ich. Weil als ob das random ist, Mann. Ich kenne doch Pokémon Snap. Hey. Nice work. Ach so, ja warte, die Ruinen sind da, wo Excellent. Wo Serpireal war, wo ich immer dachte, man könnte noch hinfahren. Da sind die. Nice work. Da müssen wir nochmal gucken. Aber erstmal versuchen wir, die Spring und die Winter Area zu erreichen. Ich hoffe, das geht auch auf Level 4. So. Haben wir noch was Worthies? Natürlich. Das Reitbild. Das muss mit. Wenn er uns gleich keine Speichererweiterung gibt, habe ich aber ein Problem, ne? Da sind wir uns hoffentlich auch einig. So, also wir interagieren erst da hinten mit dem guten Psyana. Das heißt, wir machen keine Fotos und nix. Aber heißt Sesokids ernsthaft Dearly im Englischen? Das ist ja omega cute. So. Und jetzt, wo wir hier sind. Boom. Dann führt es uns nämlich dahin, wo wir hinwollen. Dearling wohl. Oh. Ja, perfekt. Da haben wir auch noch eins, das fehlt. Das habe ich aber nicht gemeint.
Heiner. Aber vielleicht ist das andere auf der Springroute auch. Das kann auch sein. Gucken wir mal. Oh! Der Pedobär macht Winterschlaf. Who would have thought? Who would have thought? So. Oh, da ist es, da ist es! Nice. Alola Volnona. Best girl of all time. Kommst du auch her? Hast du Bock? Das heißt wohl nein? Schade. Aber damit müssten wir diese Strecke jetzt auch komplett haben. Ah, oh, mega gut. So gut, dass du das gefunden hast. Dankeschön. Wir brauchen all die Endorphine. Jetzt ist es wieder. Das Sommersesokids. Wild. Aber jetzt müssten theoretisch an der Lichtung alle da sein. Schauen wir mal. Ob wir das haben dürfen. Und dann machen wir noch einen Run, um zu gucken, ob wir die Spring Area hinkriegen. Den wir Psyana einfach ignorieren. Das wird richtig hart, aber kriegen wir irgendwie hin. Miau. Bonk. Wie hab ich denn gemacht, dass es sich geputzt hat? So nicht. So. Das ist vielleicht noch ein bisschen größer. So, ab zur Lichtung. Oh, warum ist dieses Spiel so gut? How dare it be so nice? How dare it be the nicest game ever existing? Ach, jetzt ist Gardevoir auch hier, guck mal. Interesting. Ja, warum Psyana chillt da oben? Voll gut. Keinen Hunger? Okay, doch, er hat Hunger. Pass auf. Aber da ist die Fluffroot verschwunden. Oh nein, Volnona! Das kriegen wir nochmal. Oh ja, guck mal. Jetzt sind die nämlich auch hier. Und Gardevoir auch. Das ist die beste Version der Route. Not gonna lie. Guck mal, zu was für einem perfekten Zeitpunkt. Schau sie dir an. Ne, das Wintersesokids haben wir verpasst. Mist. Da muss ich wohl noch mal ran. So, und wo ist jetzt wohl Nona hingedüst? Das ist doch jetzt nicht im Ernst abgehauen. Oh Mann, jo. Aber gut, wir haben ein Foto. Das ist alles, was wir wollten erstmal. Vielleicht ist es ja auch im Frühling da. Ich glaube nicht, weil es ist, glaube ich, die Alola-Form. Wobei mich das Rot am Schwanz so ein bisschen verwirrt.
Aber so in der Theorie haben wir das schon mal. So. Mein Spreadsheet ein bisschen aufräumen. Jetzt müssten uns theoretisch noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pokémon fehlen. Schauen wir mal. Siana. Ja, viel größer ist es nicht, aber ein bisschen. Gardevoir. Gardevoir mit Apfel. Schlafendes Kosturso ist also 3 Sterne. Okay. Oh, Kronjuwel ist so majestätisch, Mann. Ich komme nicht drauf klar. Was war das sitzende Gardevoir? 1 Stern. Das war halt auch voll süß. Und Bulnona. Hey Les, na? Ist das doch das normale? Aber das ist so arg weiß. Das müsste eigentlich... Wir haben ja auch Alola Vulpix. Das müsste eigentlich die Alola-Form sein. Oh boy, 7 to go. Alright. Great timing. Knapp daneben ist auch vorbei. Nice work. A new discovery. Nice work. Great timing. Oh, ganz knapp. Aber dafür haben wir hier jetzt Winter. Ah, verdammt, wir haben schon einen Winter. Wir brauchen, ich glaube, Frühling und Sommer noch. Oder Herbst? Herbst. Herbst war's. Wild. Dann schauen wir mal, ob ich es schaffe, Siana zu ignorieren. Wanne-chan hat ein bisschen was gebracht. Und Snap reißt gerade viel raus. Aber ich bin auch froh, wenn wir alle 214 Punktemon haben. Oh je, Sky, dann ab in die Haie und morgen viel Glück. Ich drück dir die Däumchen. Kriegst du hin. Schlaf gut. Oh. Die Gardevoir-Fotos waren echt schön, Mann. Ich mag Gardevoir eigentlich nicht mal besonders gern. Aber hey. Na, hi und bye. Ach ja. Ich bin so gespannt, ob wir was kriegen, wenn wir alle Pokémon fotografiert haben. Good luck. Das Ding ist aber, ich darf es jetzt auch nicht überfahren. Das zählt wahrscheinlich als Interacting. Also fahren wir jetzt ganz langsam. Und ignorieren. Nein, wir müssen es ignorieren. Ich habe schon ganz viel Spaß damit gehabt, aber damit wir in die Sakura Area kommen, muss ich jetzt leider so tun, als wäre es nicht da. Beschwerden bitte an Bamko. Fahr ihm einfach davon. Verdammt. Ich kann ihn gar nicht sehen. Schalalalala. Hier ist kein Pokémon rechts von mir. Bei Weste natürlich hängt es mit der Evolution zusammen. So. Sakura? Das hat nicht geklappt.
Aber ich kann es doch nicht noch mehr ignorieren. Vor allem der Witz ist, hier steht ja auch Summer Area, go through the first area and hit Espeon with an Illumina Orb. Das werde ich nie gemacht haben. Weil ich bin gerade auch auf Level 4, vielleicht liegt es daran. Vielleicht müssen wir das Level gleich nochmal ändern. Also noch mehr ignorieren kann ich es echt nicht. Also vielleicht ist es auch ein bisschen random. Oder ich muss gar nicht durch die Abkürzung, weil ich vielleicht automatisch dadurch, dass ich die alternative Route nehme, mit dem interagiere. Nein, diesmal hat's geklappt. Okay, perfekt. Perfetto. Miau. Wir haben's geschafft. Wir haben alle Routen im Wandelwald gesehen. Nice. Das heißt, jetzt grinden wir das Schneefeld und dann geht's auf zum letzten, zum finalen, zum alles entscheidenden Pokémon. Oh, das Frühlingskronjuwel ist leider echt cute, Mann. Nice. Oh. He's so happy. Das ist echt schön, Mann. Der Wandelwald, definitiv die beste Map. Einfach durch die Variety, die du hier geboten bekommst. Ich versuche auf jeden Fall hinzukommen. Aber es hat ja das Wintersee-So-Kids gefehlt, obwohl wir in der Wintermap waren. Also schauen wir mal. Aber mega gut. Mega, mega, mega gut. Diese alternativen Routen sind halt auch so kreativ. So kreativ. Ich meine, ansonsten können wir auch noch mal durch die Ice-Map fahren, bevor wir dann ins Schneefeld gehen, weil ich hätte auch eigentlich gerne noch einen besseren Shot von Vulnona. Das war ja auch eher so nicht so. Mal gucken, was jetzt auf der letzten Map kommt. Weil ich denke, Gardevoir wird jetzt nicht mehr da sein, weil das ja aus der Wintermap kam. Psyana ist hier jetzt wahrscheinlich auch nirgends. Oh doch, da ist es. Guck mal. Guck mal, Les, da kriegst du dein Psyana ja doch noch. Miau. Aber putzen? Doch, jetzt. Jetzt hat sich's geputzt. Ist das wirklich größer als letztes Mal? Ich bin mir da nicht so sicher. Finden wir es raus. Der Professor legt das Maßband an. Und wir finden es raus. Aber erinnert mich mal unbedingt dran, bevor wir auf die Ice Map gehen, noch die Sprache zu ändern. Oh, und eigentlich müssen wir eh... Oh, hi. Nochmal durch. Weil wir die Ruinen ja noch fotografieren müssen. Oder ich würde gern die Ruinen eigentlich fertig machen, dass wir die in der Sammlung auch nochmal komplett haben. Bevor wir das letzte Pokémon fangen, nur für den Fall, dass es dafür mehr als nur einen Titel gibt. Was ich fast nicht glaube. Aber hey, who knows. Tanzt ihr vielleicht? Oh ja, sie tanzen wirklich. Wow, okay.
Luturzel will kein Apfel. Luturzel will tanzen. Holy shit. Damit habe ich nicht gerechnet. So, wie sieht's jetzt hier aus? Okay, vielleicht ist es random, wer da ist, weil jetzt fehlt das Winterkronjuwild. Das schlief ja eben, als wir hier waren. Oder man muss die Wintermap machen und man kann gar nicht alle vier haben. Das fände ich aber sehr schade, wenn das so wäre. Muss ich gestehen. Oh nein, mach's nochmal! Mach die Zunge nochmal raus, das war bestimmt wertvoll. Verdammt. Nee, aber ich finde, es ist halt eigentlich das ultimative Pokémon-Spiel. Dadurch, dass du hier halt keine Kämpfe hast, sondern sie halt wirklich nur in ihrer natürlichen Umgebung beobachtest. Stimmt, Kapaloris tanzen, ne? Mal gucken, ob das hoffentlich die 3-Sterne-Aktion war. Okay, dann versuchen wir jetzt nochmal Winter und gehen dann am Ende aber die reguläre Route zu den Ruinen, glaube ich. Ging das so? Warte, ich scrolle mal kurz. Das habe ich mir nämlich nicht rauskopiert. Go through the second area. Ja doch, wenn wir den ersten Abzweig in den Winter machen und dann normal durchfahren, dann müsste es eigentlich gehen. Sprache? Ja, Moment. Gleich. Gut, dass du dran denkst, aber noch kann ich nicht, glaube ich. Ich glaube, ich kann nur im Basecamp. Da wir jetzt noch eine Vulnona-Runde fahren. Gleich. Ah, oh, was mache ich denn jetzt? Schwierig. Aber gut, dass du dran gedacht hast. Ich erst so, was will der Mann mir sagen, Mama? Und dann so, oh, warte, richtig. Okay, die tanzenden Luturzel sind tatsächlich 3 Sterne. Und dann nehmen wir mal das hier. Och nein, die schlafenden Psiao sind auch 3 Sterne. Och Mann. Wenn mein Gehirn erst so instinktiv... Language? Warte, was habe ich Böses gesagt? Hä? Ich war ganz lieb. Ich habe gar nichts gesagt. Aber ja... Sprache umstellen. Alright. Mein Gehirn ist heute wild, okay. Tut mir leid. Ich werde nie wieder ein besseres Bild machen als dieses, glaube ich. Nie mehr. Heute Abend nach dem Stream muss ich dann erstmal Inventur machen. Was dann hier wo noch fehlt. Nice work. So. Warte, wie war Winter nochmal? Draufhauen. Okay. Oh, ich wünschte, der würde diese Streckenpunktzahl nicht machen. Hast im Wandelwald alle 4 Jahreszeiten gesehen. Nice. So, was nehmen wir denn da mal mit hier? Das vielleicht. Das war cute. So, ein Versuch noch, ein gescheites Bild von Vulnona zu machen.
Aber da wir im Schneefeld auch noch eine Weile beschäftigt sind und ich heute nicht so mega lange machen wollte. So, mal gucken. Kriegen wir hin. Vielleicht. Wenn Vulnona auch Bock hat. Wäre auch interessant zu sehen, ob es dann... in dem Ruinenende, wenn wir da jetzt überhaupt hinkommen. Und ich mich hier nicht gerade selber verarsche. Ob es dann da vielleicht rumläuft. So, wo bist du? Bonk, bonk. Bonk, bonk, Lumina Orb. Ich denke, wenn wir hier in die Autumn Area gehen, ist es wie beim Sommer dieselbe, nur mit ein paar anderen Pokémon. Jo, aber hier, Winter-Sisu-Kitze. Mama Gardevoir. Sie ist so toll. Ich verarsch halt auch ein bisschen die Kleinen. Aber, oh Gott, die sind so süß einfach. Ist auch ein Gen 5 Pokémon übrigens. Also wenn Gen 5 geregelt hat, dann halt richtig, ne? Können wir, glaube ich, festhalten. So, und da ist die Eiskönigin, die Unnahbare. Oh, hi. Do it again. Nice. So sieht sie ein bisschen aus wie Amaterasu aus Okami, ne? Ich meine, die ist ein Wolf und kein Fuchs, aber... Oh mein Gott, wieso ist dieses Pokémon so wunderschön? Stand bei Vulpix Alola-Form dabei? Ja, ne? Aber das ist doch viel zu weiß. Es ist eigentlich zu weiß für die normale Form, finde ich. Aber vielleicht liegt das am Winter. So, dann fahren wir jetzt geradeaus. Und gucken mal, was dann passiert. Njong. Er ist ganz müde, guck mal. Stimmt, die hat Wellen im Fell und die ist blau eigentlich. Er ist ja schon eher so weiß-rot. Aber irgendwie, eigentlich, also das normale Vulnona ist ja eher so cremefarben und das ist schon sehr weiß. Ha. Huh. Vulnona Secret Form unlocked. Upp. Okay, heute nicht. Heute gehen wir hier lang. Mal gucken, wo wir dann rauskommen. Beim Seelebi. Okay. Na. So, wie kriege ich jetzt das Knapfel aus dem Apfel? Es kommt einfach nicht rauf. Edobär, kannst du mal helfen? Das war wohl ein Nein. So, und hier? Ich glaube auch eigentlich immer noch, dass man das Ding hier rauslocken kann, das Serpi-Royal. Oder dass es hier doch noch eine Ruinenroute gibt, weil... Na? Aber immerhin ein Foto. Ja, der Schnee vielleicht, ja. Aber ihr habt schon recht, es würde dabei stehen, wenn es die Alola-Form wäre. Ist halt nur so random dann.
dass es Alola Vulpix ist, aber Kanto Vulnuna. Ist Abyssal Random. Leider ist es jetzt auch nicht mitgekommen. Es kommt also dann nur auf die 4-Jahreszeiten-Map mit. Das merken wir uns mal. How was it? Die Sesokitzen. Mama Gardevoir. Ja, ich meine, es könnte schon quasi der Filter, den der Schnee drüber legt, sein. Aber hat Kanto Vulnuna wirklich so rote Spitzen am Schwanz? Daran erinnere ich mich nicht. Ich will nicht sagen, dass es nicht so sein könnte, aber daran erinnere ich mich nicht. Das wäre ein schönes Celebi-Bild geworden. So, die Ruinen. Das heißt, wir haben jetzt drei Ruinen. Das heißt, ich muss in die Ruinen nochmal. Let's do this. Nice work. In der Wüste waren, glaube ich, auch welche, ne? Da weiß ich aber nicht mehr genau, wo. Weil wenn es 6 Blumen gibt, muss es eigentlich auch 6 Ruinen geben. Und die Sprache, genau. Danke fürs Erinnern. So. Strecke interessiert keinen. Ich glaube, ich muss auch gleich nochmal Pause machen, bevor wir hier losdüsen. Weil das Schneefeld wird nochmal wild. Back to Basecamp. So, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Pokémon fehlen uns noch. Das verifizieren wir gleich mal noch im Album. Sprache, 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 Sprache. Japanese. Fotodex. Müssten ja jetzt eigentlich 107 Pokémon haben. 207, meine ich natürlich. Das haben wir auch. Okay, perfekt. Weil hier die Sammlung, ne? Die wollen wir ja auch vollständig machen eigentlich. Wenn wir jetzt schon dabei sind. Also, wir haben die Ruinen im Wandelwald, wir haben die auf dem Meeresgrund und wir haben die im Vulkan. Dann werde ich gleich mal rausfinden, wo die anderen waren. Also die Ruine in der Ruine ist klar. Vielleicht gibt es auch noch 5. Dann müsste im Schneefeld theoretisch auch noch eine sein. Ich guck einfach gleich mal. So, Sprache haben wir umgestellt. Das passt alles. Dann machen wir noch mal ein ganz kurzes Päuschen und dann holen wir uns die letzten 7. Wilde Sache das. So, bis gleich. Ich möchte mich gerade einfach selber so treten. Also, ich habe mal nachgeguckt. Es gibt insgesamt tatsächlich 16 Ruinenbilder, von denen ich halt super viele auch schon gemacht und dann nicht abgegeben habe, wie so ein Dulli. Man kriegt aber wirklich nur einen Titel und einen Filter dafür. Also, vielleicht machen wir das dann irgendwann anders. Weil ich glaube, da habe ich jetzt nicht den Nerv für, das alles nochmal zu machen. Also, wenn er uns nochmal vor die Füße fällt, können wir das machen, aber ich will jetzt nicht jeden Kurs nochmal nach den Ruinen abfahren, weil so spannend ist es jetzt auch wieder nicht.
16 Stück, Mann. Aber gut, wissen wir das schon mal? Dann kümmern wir uns jetzt erstmal ums Schneefeld. Das wird aufregend genug. Womit fangen wir denn da an? Das Schneefeld ist nämlich leider ein bisschen komplizierter. Ich glaube, wir müssen mit der Tagroute anfangen. Finden wir es raus und ich hoffe, ich überlebe so lange. Gomi! Bam! Arigato. All die wilden Dinge. Wie ist mir von den Lachgummis schlecht geworden? Nicht okay. Oh, das ist ja auch ein Petzen. So, den kleinen Schlingel müssen wir jetzt nämlich verfolgen. So ein bisschen Stalker-mäßig. Es gibt auch noch ein paar nice Fotos. Ha, guck mal. Und jetzt? Können wir da durch? Oh, das ist so frech, ey. Wer kommt denn auf die Idee? Dass wir jetzt einfach einen Schneeball kaputt fahren. Oh oh. Und jetzt sterben wir. Nee, hier ist einfach nur Schneesturm. Okay. Oh, ein Nomnom. Oh, das ist sogar ein Nomnom von vorne. Das konnte man zum Schnee gar nicht so richtig sagen. Ich schätze, wir scannen mal ein bisschen mehr, damit wir hier auch die Pokémon finden. Weil, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe nicht so viel. Er hätte vielleicht ans Neo One auch nochmal einen Scheibenwischer dran machen sollen. Das wäre eventuell ganz nützlich gewesen. Und ich glaube, hier ist dann der Abzweig, den wir aber erst freischalten müssen. Weil jetzt müssten wir hier oben bei den Snomnom rauskommen, die jetzt natürlich gerade nicht da sind. Ja, weil jetzt sind wir wieder bei den Rosanna. Aufregende Sache das. Gar nicht. Es ist ja Frostdeti hier. Da war ja was. Das schwangere Frostdeti. Wir erinnern uns alle. Brr. Guck. Sehr schön. Kommen wir jetzt vielleicht mal an das Vulpix ran. Das fände ich nämlich richtig gut. Das ist nämlich definitiv Alola Vulpix.
Aber stimmt, da steht Alola vorn dran. Ja, dann ist das wohl Nona wahrscheinlich kein. Aber schüchternes Vulpix ist schüchtern. Musik mag's auch nicht. Kann ich nachvollziehen. Was war das für ein Geräusch? Das klang wie der Mini. Na komm, hüpf. Doch. Da war ich zu schnell. So, dann gucken wir mal, ob wir diese alternative Route jetzt immer haben oder ob ich dafür noch was machen muss. Könnte nämlich theoretisch sein. Es war aber ein echt dichter Schneesturm, hör mal. Noch voll traurig, dass das Panzer Eron nämlich fliegend 4 Sterne ist, habe ich mir fast schon gedacht. Ich war wieder mal zu langsam. Okay. Kommt Zeit, kommt Rat. Ich habe sein Ine ja fast schon vermisst, aber noch fast. Ehrlicherweise nur fast. Beste Timing. Ine. Aber die Vulpix-Familie ist echt sehr scheu, leider. Das macht mich ein bisschen traurig. Okay, aber wir müssen das hier eh auf Level 3 bringen. Ja, dann fahren wir wohl nochmal. Für das beste Evoli brauchen wir nämlich nochmal Level 3, sehe ich hier gerade. Oder was heißt nochmal generell? Level 3. Dann haben wir ja noch eine Chance, das Panzer Eron zum Beispiel ein bisschen besser zu erwischen. Hallo, Kiri. Gambatte, ne? Noch. Petsnief ist ja mega süß, aber auch ein bisschen eklig, muss ich leider sagen. Der Rotzfahne. Ist auch ein bisschen nicht so sexy vielleicht. So, wir packen ab. Das ist jetzt also hier zumindest schon mal immer frei. Aber wie hier strahlendster Sonnenschein ist und dann dahinter Schneesturm. Oh, es ist gar nicht immer Schneesturm anscheinend. Okay. Oder doch. Schade. Ich hatte gehofft, es ist vielleicht ein bisschen Glück dabei.
Brauchen wir doch Scheibenwischer. Hilft alles nichts. Ich meine, das ist ja jetzt wirklich kein Zustand hier. Das ist ja schlimmer als im Wandelwald auf der Wintermap. Jetzt ist ja gar nichts mehr. Gesundheit. Eigentlich auch mal irgendwo Botogel. Ist gerade angefahren? Vielleicht. Okay, wie machen wir das denn? Es fliegt ja in diese Richtung, also fahren wir vielleicht noch ein bisschen vor. So. Oh! Kannst du das nochmal machen? Das heißt wohl nein. Wie habe ich es denn zum Fliegen gebracht? So! Okay, das war, glaube ich, ganz gut. Nun, jetzt speeden wir mal hier los in der Hoffnung, dass ich Vulpix anlocken kann. Immer wenn es mich sieht, kriegt es Angst. Aber bin ich doch so lieb. Ich mache ja gar nichts. Vielleicht ist es auf Level 3 zutraulicher. Okay, die Pokeflöte hasst es. Das haben wir schon mal geklärt. Kann ich nachvollziehen. Gibt es überhaupt jemanden, der die Pokeflöte-Melodie mag? Ich habe ein bisschen Albträume davon. Autsch. Das war mein Knöchel. Ja, also wenn das nichts ist, dann weiß ich doch auch nicht. Butt. Und wie es hingefallen ist, das ist mir gar nicht aufgefallen. Es ist einfach umgefallen. Wobei, lohnt sich das? Ja, da haben wir leider auch noch keine 4000 Punkte. Da ist noch Luft nach oben. Ganz knapp keine 4000. Schade. Da sind sie wieder. Die 3900 Punkte. Des Herzensbrechens. Aber Schnäppke immerhin. Und das hier. Damit bin ich sehr zufrieden. Okay. Und jetzt wäre Level 3 gut. Ich hätte vielleicht noch die anderen Fotos auswählen sollen. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Ja, denn jetzt müssen wir das nochmal machen. Aber ihr habt mich ja auch nicht erinnert, dass das vielleicht eine gute Idee wäre. Ich weiß aber gar nicht, ob das wirklich mehr Punkte bringt. Deswegen vergesse ich das immer. Aber ich glaube, eigentlich ist es sehr sinnvoll, für jedes Pokémon ein Foto auszuwählen, weil man theoretisch doch dann am Ende Streckenpunkte kriegt. I guess. Gambatte, ne? So, wo ist denn jetzt Papa Bär hin, da?
Kann man den irgendwie umdrehen? Nee. Der ist einfach nur per Default mad. Alter, wie der Controller jedes Mal eskaliert. So, wo ist Nom Nom? Ja. Muss aber mal gucken, wenn man diese Alternativroute auch auf Level 1 fahren kann, da sind die Snom Noms ja da, wo wir jetzt rauskommen. Vielleicht kann man dann ein gutes Bild von denen machen. Aber so können wir Panzer Aeron Level 3 vielleicht noch machen. Hey Lex, na? So, ich habe einen Lumina-Ball draufgeschmissen, ne? Nee? Ein Apfel. Vielleicht gibt's ja auf Level 2 gar kein Brutogel. Kann natürlich auch sein. So, was machen wir denn jetzt mit dem Bullpick? Vielleicht mal nicht speeden. Da hätte ich mal keinen Shutter-Sound an hier, ne? Aber den kann ich, glaube ich, leider nicht ausstellen. Es erschreckt sich nämlich, glaube ich, vom Geräusch meines Shutters auch ein bisschen. Das ist jetzt irgendwie tragic. Na komm, aufstehen. Du Faulbär. Oh nein, die Süße hat sich hingesetzt und wollte das essen. Ach, das wäre bestimmt 3 Sterne gewesen, aber dann wurde ich leider schon rausgeholt. Einfach aus der Route gerissen. Ja. Nicht okay. So, Panzer Aeron, nehmen wir das hier. Siberio. War jetzt auch nur gefühlt näher dran, ne? Gut, aber wir haben von allem ein Foto abgegeben. Hoffentlich reicht das für Level 3. Yes. Aber mit den 4 Stunden, die ich so eingeplant hatte, werden wir heute wohl nicht hinkommen. Hasseln, hasseln, hasseln. Beste Timing. Sehr gut.
Aber warte, was? Hä? Wir hatten doch vorhin einmal ein 3-Sterne-Bild. Was war das denn dann? Jetzt bin ich verwirrt. Beste Timing. Ich das mal lieber abgeben sollen, ha? Huh? So, komm, gib mir Level 3. Bitte, bitte. Be a good boy. Dankeschön. Das sollte uns jetzt 2 neue Pokémon eröffnet haben. Und dann fehlen nur noch 5. Bald haben wir es geschafft. Und trotzdem würde ich jederzeit alle 900 nehmen. Bin ich gar nicht so. So. Schneefeld, Level 3. Oh, Pizza. Ich hatte gestern erst, aber ich könnte schon wieder. Guten Hunger, Lex. Wie es da sogar im Tooltip stand mit der Karte, was wir uns vorhin angeguckt haben. Hm? Da düst schon mal Panzer Aeron vorbei. Oh, und Sibunya, komm hinter dem Baum vor. Oh, ich liebe Sibunya. Noch mehr als Nibel. Voll gut. Das letzte Bild war zwar ein bisschen zu spät. Aber hey. So, Papa Bär. Haben wir das auch endlich mal von vorne? Neisenstein. Jetzt ist nur die Frage. Oh, hey. Wir gehen mal den Alternativweg und gucken. Wer sich da versteckt? Ob überhaupt jemand? Vielleicht ist jetzt das Wetter ja auch mal besser. Ein bisschen vielleicht. Nee. Nicht so wirklich, ha? Huh? Okay. Ein Abdruck, mit dem ich aber nichts machen kann. Auch Sandama. Das wäre ihr Preis gewesen. Ah, da ist er. Glück gehabt. Er hat sich nicht von Sandama verscheuchen lassen. Aber das sind ja dann gar keine Fußabdrücke. Das sind ja dann Handabdrücke. Das ist ja dann eigentlich gelogen. So, wer erinnert sich noch, was wir mit Panzer Aeron für Level 3 gemacht haben? Keiner, ha? Ich dachte eigentlich, das Geschrei wäre Level 3 gewesen. Aber apparently not. Ist aber sogar da. Was hab ich denn da gemacht? Ist hier was nicht, oder? Hm. Oh nein! Mach's nochmal! Das war cool. Ich wünschte, wir hätten
das Eisding am Anfang noch erwischt. Das ist bestimmt die Vier-Sterne-Geschichte. Vielleicht ist es jetzt abgelenkt? Nein. Mann, wie schüchtern kann denn ein Pokémon sein? Holy shit. Wie schüchtern kann ein einzelnes... Oh, Pokémon sein. So, jetzt haben wir sie alle. Das war die letzte Evolution. Jetzt trage ich mein T-Shirt zurecht. Und geile Vulpix-Bilder haben wir auch noch bekommen. Level 3 ist der MVP hier. Ich hoffe, dass das mit Zobbel so auch laufen wird irgendwann. Ehrlicherweise. Auch wie sie tanzen. Ich weiß nur nicht, vor Freude oder vor Angst. Man weiß es nicht so genau. Okay, damit können wir diese beiden hier streichen. Da waren es nur noch 5. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch in 4 Stunden. Fände ich voll gut. So, das war nix, aber Sneebuna. Da nehmen wir mal das hier. Siberio. Guck, sitzen ist also tatsächlich auch eine 3-Sterne-Aktion. Dann nehmen wir das mal mit. Ja, das ist 4-Sterne-Krawell, glaub ich aufs Wort. Nee. Hab ich hier nicht auch mehr Fotos gemacht? Ich könnte schwören, ich habe hier dazwischen noch ein Bild gemacht. Ich frage mich, ob man irgendwas machen kann, damit der Schneesturm weg ist. Weil das sind ja schon echt widrige Bedingungen, Mann. Okay, 3 Sterne haben wir nicht hinbekommen. Schade. Das ist die 4-Sterne-Aktion. Okay. Gut. Und endlich mal schöne Vulpix-Bilder. Look at him. Her. Him. Ich weiß nicht. Die Wolkenform. Das wollten wir nicht. Okay, das Ding ist, wenn du auf automatische Auswahl gehst, macht er manche Bilder weg. Das ist nicht okay. Man darf ihm nicht zu viel Macht geben. Was zocken ja eigentlich alle nebenher so? Erzählt doch mal. Gebt mir mal Input hier. Ich brauche noch ein bisschen Maridama für die letzten 5 Pokémon. Und eine Anti-Schneesturmbrille. Nice timing. Was für ein Elend. Nee. Eigentlich mag ich das Draußenbild ja lieber, aber für die Wissenschaft. Beste Timing. Beste Timing. いいね。新発見だ。いいね。
Ich bin echt überrascht, wie viele Quest-Dinger es sind. Die wir so nebenbei machen, ohne dass wir die Quests jemals angeguckt hätten. YouTube nebenbei nachholen? Guckst also zwei Sachen gleichzeitig? Das ist aufregend. Was gibt's denn Schönes? Lest zockt Celeste. Da muss man ja fast eher Mitleid haben. So, ich glaube, wir sind hier auch fertig. 2 Millionen Punkte. Aber da geht bestimmt noch mehr. Ja, und guck mal. Das wollte ich gestern Abend am Ende sehen. Evoli-Fan. Du hast Evoli und all seine Entwicklungen im Pokédex registriert. Denn natürlich gibt es dafür einen Titel. Aber jetzt, wo ich das Evoli-T-Shirt anhabe, passt es auch viel besser. Grämen wir uns nicht. Jetzt mit dem Evoli-Shirt. Passt es auch viel besser. Aber ich hatte einfach so einen Brain-Freeze-Moment gestern. Ich so, hä, jetzt haben wir alle. Nö, doch nicht. Aber ihr habt es auch nicht gemerkt. Da waren wir alle ein bisschen Anton. Obwohl Anton gar nicht da ist. Naja. Ich sehe schon, Lex hat Dolby Surround-Beschallung. Aufregend. Hier in der Gegend scheint es einen Ort zu geben, den du noch nicht erkundet hast. Okay, man kriegt also auch tatsächlich so Ingame-Hinweise. Das finde ich okay. Man muss also nicht Data-Miner sein, um das rauszufinden. Das finde ich okay. So, hier hatten wir Level 2, ne? Das sollte hoffentlich reichen. Schauen wir mal. Oh, ich gehe. Wie sie alle panisch durcheinander rennen. So, ist Sandama denn jetzt hier auf? Oder komme ich so durch die Abzweigung? Weil vielleicht ist es bei Nacht ja nicht ganz so fürchterbar verschneit. Das wäre eigentlich ganz cute. Kein Wacker-Resor. Schade. Im echten Leben hätte es jetzt dahin gemacht. Wir wissen das alle. Okay. Wenn man es einmal hat, kommt man auch bei Nacht durch. Perfekt. Und es ist nicht verschneit. Das wäre nämlich mega gut. Dann lohnt sich das hier bei Nacht ja richtig. Was macht er denn da? Soll ich mal helfen? Schade, ich dachte, ich könnte vielleicht eine Lawine auslösen, die auf das schlafende Rex-Bisa fällt, aber ich schätze nicht. Wäre aber witzig gewesen. Hat er, glaube ich, auch versucht. Haben wir noch ins Nom-Nom? Nee. Mich durch. 2 Schüsseln? Wow. Ich habe im Moment aber auch mega viel Hunger. Könnte morgens auch immer 2. Frühstück so hobbitmäßig essen. Noch ein Vulpix. Hm?
Oh, es schläft. Oh, ich hab's aufgeweckt. Huch. Was war das für ein Geräusch? Gelatino? Was war das für ein Geräusch, Kollege? Will ich's wirklich wissen? Ich weiß nicht. Vielleicht lieber nicht. Roxana, Roxana! Guck mal, jetzt tanzen sie. Oh mein Gott, wie sie tanzen. Holy shit. Wild. So, was geht jetzt hier ab? Motineva, dafür war ich aber zu langsam. Aber wo ist dann der zweite Abzweig? Ich habe das Gefühl, mir ist hier was entgangen. Ja. Und die Quiekel wachen gar nicht auf, wenn man das Licht anmacht. Doch du bist aufgewacht. Da sieht man auch die Füße. Die kleinen Quiekelfüße, die aufgeregten. Da haben wir es also auch nochmal canon confirmed. Die haben Füße. Falls noch irgendjemand Zweifel daran hatte. Sie haben Füße. Irgendjemand singt hier. Frage ist nur wer. Vielleicht Botoriel. Aber eigentlich sollte sich der zweite alternative Weg bei Nacht jetzt am Ende... Also da, wo ich immer drauf zeige, sollte da abgehen. Aber anscheinend haben wir die Bedingungen noch nicht getriggert. Gravel. Nice Action Shot. Oh. 3 Sterne Schlummer Vulpix. Und die tanzenden Gelatinos. Die sind fast ein bisschen creepy. Aber weil sie so glücklich sind, dürfen sie ins Album. Und die tanzenden Roxana sind natürlich Level 4. Wer hätte es gedacht? Wie die Haare geflogen sind. Imagine that. Oh Gott, da sieht man es sogar von unten, wie auf so einem Glastisch. Stellt niemals ein Quiekel auf einen Glastisch. Creepy. Ein schlaues Buch noch auf. Hab ich sogar. Mhm. Diese Information fehlt hier. Okay. Wer hätte gedacht, dass uns ausgerechnet Vodafone mal carryen würde? Warte. Caravella haben wir doch vorhin schon abgegeben. Nicht? Hat man das im Schneesturm nicht gesehen? Ich habe das doch abgegeben. Ich habe Fragen. Das muss ich mir im BOD nochmal angucken. Jetzt bin ich ehrlich gesagt verwirrt. Ich habe das doch abgegeben. Der Lügenprofessor. Ine. Nice timing. Frech. Einfach nur frech. Nice timing.
Beste Timing. Ine. Ine. So. Neuer Rekord. Keinen interessiert, aber dafür gibt es bestimmt auch irgendwie einen Titel. Wir haben ja vorhin für die mega krasse Punktzahl einen Titel bekommen, glaube ich. Und wir kriegen immer noch neue Aufträge. Es hört einfach nicht auf. Okay, sie haben ein Herz für Fotomessis wie mich. Perfekt. Der frohlockt mein Herz. Gambatte, ne? Als ob das Alpha-Magnalien ein Weibchen ist. Wild. Oh, er hat gebuddelt! Hast du gebuddelt? Er ist ja auch ein Doggo, ne? Ist ein Good Doggo. Good Doggo buddelt. Klar. Ist schon klar. Die Magnalien wissen, was los ist hier. Ach, guck mal, das geht doch. Schneelawine. Hab ich's mir also doch nicht nur eingebildet. So, und das zeigt uns jetzt, dass wir hier lang können. Perfekt. So, kann ich das Gravel nochmal sehen? Vielleicht. Ganz cool. Uff. Oh, wen haben wir denn da? Ein neues Muster für Vivillon. Das war süß. Ein schlafendes Rosanna. Die haben hier echt eine nice Höhle, du. Kannst du nichts sagen. Friedliches schläft. Sneef? Oh nein. Oh nein. Oh nein, hallo. Was haben wir denn hier? Und Dewgong auch noch. Oh Gott, als ob ich das treffe. Aber ich hab getroffen. Wo ist meine Belohnung? Nicht hier, anscheinend. Dein Ernst? Da! Das schönste aller Pokémon. Leider ein bisschen glücklich, dass Suicune in diesem Spiel ist. Not gonna lie. Und tatsächlich haben wir jetzt alle vier gleich, die es hier gibt.
Richtig gut, Mann. So, kann man dich noch irgendwie triggern vielleicht? Hallo? Magst du Musik? Denn mein Eisdino ist natürlich doch in diesem Spiel. Was eigentlich klar war, weil wenn die Feuerversion drin ist, müssen sie halt auch die Eisversion reinmachen. Leider die Entwicklung, ich mag eigentlich die Babyversion ein bisschen lieber. Aber wir wollen ja nicht undankbar sein. Richtig gut, Mann. Weil sie können nicht Mona Gorgas reinmachen und dann mein Eisdino rausmobben. Das geht nicht. Das ist illegal. Haben sie zum Glück auch eingesehen. Ich muss aber sagen, dass Suicune hier das Legi ist, wundert mich voll. Weil ehrlich gesagt, hätte Suicune halt auch voll gut dahin gepasst, wo Milotic ist. Ich meine, da ist natürlich schon Milotic, weiß ich, verstehe ich. Aber eigentlich ist Suicune ja auch eher so... Oh Gott, das Bild. Eher so in Verbindung gebracht mit Wasser halt und nicht mit Eis. Für mich zumindest. So das Gefühl, im Anime ist es auch eher Wasser als Eis. Obwohl es ja jetzt sehr offensichtlich Eis ist. Oh, aber das schlafende Rosanna ist mega niedlich. Ich muss nur leider Summoning Rosanna nehmen. Dann haben wir das nämlich auch mal vollständig. Wo jetzt beim Arktilas der Unterschied ist, das hingegen werden wir vielleicht nicht mehr erfahren. Einen Dewgong habe ich geknipst. Suicune ist halt leider echt schnell, Mann. Aber Suicune habe ich auch mega lieb. Ich liebe, 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 liebe Suicune. Und da haben wir sogar noch Ruinen bekommen, guck mal. Das heißt, jetzt müsste nur noch ein Pokémon sein. Ein allerletztes. Wetten, welches es ist, werden ab jetzt angenommen. Woman weiß es schon. Es ist doch nicht so schwer zu erraten. Nein, es gibt keinen Tipp. Es ist so obvious, dass ich keinen Tipp geben kann. Ohne alles zu verraten. Ich glaube, mein dummes Gegel ist eigentlich schon verraten. Was hier gleich abgeht. The bestest of boys or girls or in betweens. Nice timing. Rosanna komplett. Und da mein Dino. Happy End für mich. Es ist zwar kein Fukano. Aber hey. Wir haben jetzt nur ein Problem, wenn da jetzt 212 steht. Wir werden nämlich gleich nochmal nachgucken. Da sollte jetzt gleich im Album 213 stehen. Wenn nicht, dann werde ich kurz panisch. Wie die Ruinen aber auch immer gleich aussehen. Es ist immer dieses selbe Tor. Wenn es jetzt kein Pokémon-Spiel wäre, würden sie da voll die Stargate-Lore draus machen. Aber leider nein. Leider gar nicht. Das wäre aber so cool.
Hätte ich mal mein Suicune-T-Shirt angehabt. Aber ich glaube, das ist gerade in der Wäsche. So wie mein Nachtara-T-Shirt. Ja, ich habe sehr viele Pokémon-T-Shirts. Don't blame me, blame QWERTY. So, jetzt müssten wir auch den Sticker für diese Insel kriegen. Korrekt. Dudus ist komplett. Sehr nice. Weder Eis noch Schnee konnten dich auf dieser entlegenen Insel vom Fotografieren abhalten. Auch wenn die Fotos manchmal ein bisschen kacki waren. Wegen dem Schnee. Aber die Eishöhle war voll cool. Und jemand, der so kreativ ist wie die hier, da fallen denen doch bestimmt noch ein paar nice Sachen im DLC ein. Daran will ich glauben. Hi. Das müsste man abgeben dürfen. Wie gesagt, so ein Totdex fände ich schon auch noch okay. Einfach noch einen eigenen Fotodex haben. Weil das Album ist cool, ja. Aber das ist nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe. So, die letzten Wetten, welches Legi noch fehlt, werden angenommen. Labor. Fotodex. ...213 Pokémon. Mittlerweile sind wir bei über 30 Stunden. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube so 32 oder so. Und jetzt wird's Zeit für unser allerletztes Pokémon. Wenn meine Switch nicht stirbt. Danke. Wir gehen zurück in den Dschungel. Und auf geht's. Ich freue mich ein bisschen. Oh, Polikurva. Das ist aber nicht gemeint. Sondern dieser kleine Scheißer, den ich natürlich nicht getroffen habe. Nochmal. Ich habe nicht gedacht, dass der so flott daherkommt. Jetzt hat's nicht geklappt. Oh nein. Das kann er doch nicht machen. Alle wollten Mew, ich vor allem. Und das wäre ihr Preis gewesen. Es ist leider auch sehr schnell wieder weg. Aber Mew ist im Spiel. Und deshalb habe ich ihn extra bis zum Schluss aufgehoben. Damit es endet, wie Pokémon Snap damals geendet hat. Mit Mew. Ohne epischen Kampf, den hatten wir ja schon anderweitig. Mit einem anderen legendären Pokémon, aber es sollte enden. Wie OG Pokémon Snap geendet hat. Mit Mew. Richtig gut, Mann.
Einfach Mew. Es wäre halt aber auch super merkwürdig gewesen, wenn sie Mew nicht reingemacht hätten. Das hätte sich irgendwie super falsch angefühlt. Oh, da ist es ja sogar nochmal. Die Mew-Party ist noch gar nicht vorbei. Wild. Okay, vor die Probe. Wo gehen wir hin? Links, rechts, links, rechts, links? Rechts. Okay, kein Sumpex. Kein Sumpex für uns? Vielleicht kommt ja Mew auch nochmal angedüst. Oh, die Bubongos machen eine Nachtwanderung. Aber dass du es halt auch wieder abwerfen musst, ist so cool. Ich habe das Gefühl, damit aus Sumpex irgendwas wird. Müssen wir vielleicht noch ein Level hier haben. Weil wir haben auch den Wasserfall hinter den Zobbles noch nicht gesehen. So, die Ruinen haben wir damit auch. Vielleicht gleich kann ich noch ein schöneres Foto. So. Ist nicht ganz so schäbig. Ich kann den Professor ja auch nicht jeden Scheiß hinschmeißen. Wegmobben. Ja, aber zu spät. Vielleicht ist dann tatsächlich das Level der Schlüssel. Oh, wie süß es ist. Nein, bleib sitzen. Komm von der anderen Seite. Setz dich wieder hin. Nein. Holy Purba Bat. Warum sind die Evolutions alle so scheu auf die Fluffroots? Wurde ihnen Leid damit angetan? Ich muss es wissen. Sorosmo. Jetzt weiß ich. Oh, das Geräusch. Oh Gott. What have I done? Ich habe einem Fulipurba das Herz gebrochen. Und dass man nicht eine würdige letzte Aktion für heute ist. Zoom. So. Schauen wir uns an, wie wir keine Belohnung bekommen. Dafür, dass wir alle 214 Pokémon gesnappt haben. Oh. Ey, Fulipurba ist so toll. Ist eins meiner Lieblings-Evolis, tatsächlich. Like Mew! Mima Mew. So, haben wir dann hier noch was Vorzeigbares? Das da vielleicht. Kanon. Sumpex, der mal so gar keinen Bock hat. Und die Ruinen. Auf die geht's. Machen wir sie voll. 214 Pokémon. Das ist ein Mew. Wer hätte es gedacht?
Ich wünschte, ich hätte es öfter getroffen. Aber dadurch, dass es mitkommt, ist auch ganz gut, weil du halt dann einfach über den Kurs verteilt mehrere Chancen hast, es zu snappen. Oh, 4 Punkte! Bro, come on! Hat er nicht gemacht! Aber hey, endlich haben wir ein Platin-Tokanon. Ja, also, oh ja, ist ein New, ne? Sie ist ja gar nicht selten oder so. Ist ja nicht beeindruckt von. Todd hat ihm ein ganzes Sammelalbum voll mit Mews gezeigt. Das findet er nicht so besonders. So, aber jetzt. Was passiert jetzt? Noch nichts? Wahrscheinlich passiert einfach gar nichts, oder? Wir kriegen noch so einen Titel halt. Auf jeden Fall kriegen wir den letzten Sticker, obwohl da oben ist noch Platz für einen. Damit hast du alle Pokémon auf Bellos fotografiert. Glückwunsch! Es war sicher nicht einfach, sie alle im dichten Dschungel und im nebligen Wald aufzuspüren. Gut gemacht! Glückwunsch! Damit ist dein Fotodex vervollständigt. Schieße auch weiterhin ganz viele Fotos, um deinen Fotodex noch individueller zu gestalten. Viel Spaß dabei. Okay, er haut einfach den größten Omega-Troll nochmal raus. Du bestimmst doch, wie er aussieht. Aber hier, Fotografie-Genie. Fotografie mit W. Amazing. Wir haben es tatsächlich geschafft. Du hast alle Forschungssticker erhalten. Gut, dann hat er sie nur unproportional kacke aufgeklebt. So, und jetzt ist es wieder back to business, I guess. Wir hätten schon so eine kleine Parade, irgendwie vielleicht noch eine Cutscene oder so. Ich meine, wir haben Mew fotografiert, okay? Professor Eich ist damals komplett ausgerastet, bilde ich mir ein. Und er so, ja okay, du hast alles. Happy Birthday. Ich meine, es sind faktisch keine 100%, weil wir noch nicht alle Sterne haben und noch nicht alle Titel, aber... Aber... das war irgendwie... antiklimaktisch so. So ein ganz kleines bisschen, aber nur. Och, Manu. Ja, ich muss schon eine Pokémon-Liga gewinnen, damit die hier eine Party für mich schmeißen. Ey, imagine, jetzt würden sie den Chillapin rausholen. Aber hier, 214 registrierte Pokémon. Von Absol bis zu Beerus. Alles dabei. Hey, wir haben eine Krone bekommen! Guck mal, eine kleine goldene Krone. Und wenn wir von allem hier 4 Stück haben, gibt es bei registrierte Fotos wahrscheinlich auch noch eine. Es ist nicht viel, aber es ist eine kleine Würdigung. Ein kleines Krönchen für mich, dass ich 214 Pokémon fotografiert habe. Wilde Sache das, Mann. Wilde Sache. Ja, Ari stellt die richtigen Fragen. Woher weiß er, dass es alle sind? Und wenn er sich auskennt, wieso machen wir überhaupt Fotos? Aber sie hätten, also ich hätte mir halt tatsächlich für die 214 so ein bisschen... irgendwie, vielleicht ja, wie Ari auch meint, so ein DLC-Teaser oder so. Aber sind das wirklich alle? Ich meine, bei den Lumina-Pokémon war er sich auch sicher, dass es 4 sind. Und dann waren es doch 6. Komm, ich hau mal einen Hype raus. Hype-Party im Chat, da mache ich mit. Aber Story-Finale war irgendwie schon besser, ne?
Früher war mehr Lametta, allerdings. So, schauen wir uns das doch mal an, was wir hier geleistet haben. Bisher. Immerhin. Guck mal, Aerodactyl hat auch eine Krone. Und das, obwohl es gar nicht alles Platinsterne sind. Cute. Wer vorher ist, ist ein Pokéball. Interesting. Also ich meine, ich habe jetzt vorhin gesagt, letzter Snapstream und so. Weil, ne, der Pile of Shame. Aber das kram ich bestimmt nochmal wieder raus. Aber jetzt möchte ich mir tatsächlich rausnehmen, es auch mal ein bisschen privat zu spielen. Deswegen machen wir erstmal eine Snap-Stream-Pause. Dafür dann wieder Zack. Vielleicht weiß er es ja, weil er vorher 10-Jährigen losgeschickt hat. Wer weiß. Vielleicht ist er der 10-Jährige. Vielleicht ist er auf der Insel einfach gefangen und kann sich nur teleportieren, weil er eigentlich Mew ist. Schon mal darüber nachgedacht? Vielleicht ist er eigentlich das Mew, deswegen fand das auch nichts Besonderes. Auf die Theorie sind Kay und ich neulich gekommen. Vielleicht ist er einfach das Mew. Who knows? Das ist auch ein bisschen wild, dass wir für Celebi schon die Beschreibung haben, obwohl uns noch 4 Sterne fehlt. Und hier von Chelterra so nö. Ich frage mich, wann man den Text bekommt. Wenn wir uns aufmerksam das Album angucken, finden wir es vielleicht raus. Vielleicht bei 3 Fotos? Das scheint mir ein ganz guter Ansatz zu sein. Ich werde auf jeden Fall heute oder morgen oder so mal Inventur machen. Und dann gucken wir mal, wie das mit Snapstreams in der Zukunft wird. Aber der Zack wartet. Der Zack, er wartet. Und ich habe voll Bock auf Hyrule Warriors auch. Und A Link to the Past habe ich leider schon ewig voll Bock drauf. Das würde ich auch gerne ein bisschen spielen. Ich meine, wir haben jetzt die letzten, wie viele Tage? 5? 35 Stunden Hardcore hier reingesuchtet. Dann können wir auch mal kurz wieder ein anderes Spiel spielen. Finde ich eigentlich in Ordnung. Oh, guck mal, da hat Castella sogar ein Gesicht. Doch, aber ich glaube, 3 Fotos. Aber das ist unsere Reise-Chat. Das haben wir alles geschafft. Dein erster Zelda-Stream? Das kann nicht sein. Du warst schon bei Hyrule Warriors dabei. Das zählt auch als Zelda. Haben wir so lange kein Mainline-Zelda mehr gespielt? Ich denke nach. Also ich meine, bei Minish Cap warst du auf jeden Fall noch nicht dabei. Ist das so lange her schon wieder? Ich bin entsetzt. Siehst du, dann müssen wir das dringend ändern. Aber auf A Link to the Past habe ich richtig Bock. Auch wenn wir es leider auf Englisch spielen müssen. Iribis Größe M. Okay. Die Kronen sind aber immer golden, oder? Habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Aber ich glaube auch, wenn man überall Diamantsterne hat, ist die Krone immer golden. Gibt es also kein Diamantkrönchen. Ach, Link's Awakening, stimmt. Das war das letzte. Da warst du nicht da, echt? Ist aber auch schon wieder gefühlt ewig her. Ich glaube, das war tatsächlich das letzte Zelda-Spiel. Abseits von Hyrule Warriors. Aber wenn jetzt die ganzen Remaster kommen, nein, es gibt nur eine Goldkrone. Okay. Denn man munkelt ja, dass da auf der E3 noch was kommt. Dann ändern wir das vielleicht auch dieses Jahr noch ein bisschen. Das ist ja Zeldas
35th Anniversary. Da kann man sich das ja noch ein bisschen gönnen. Ja, die ganzen Muscheln. Gibt's die überhaupt noch im Remake? Ich habe Link's Awakening so ein bisschen verdrängt, weil Link's Awakening zusammen mit Oracle of Ages mein least favorite Zelda ist. Hat sich leider durchs Remake auch nicht geändert. Wobei, jetzt ist es eine Link's Awakening Hassliebe. Vorher war es nur Hass. It's something I guess. Aber ja. Mann, das war aber echt eine wilde Reise. So eine wilde Reise. Nur das Hobble. Das ist klein geblieben. Ich grinde einfach privat im Bett jetzt alle Routen aus. Und dann kriegt ihr das Beste vom Besten. Was haltet ihr davon? Und nach Tara. So süß. Dieses Foto liebe ich halt leider sehr. Das liebe ich ein bisschen sehr. Ja, ich bin auch schon ein bisschen müde. Wir blättern jetzt noch durch. Und dann machen wir Schluss für heute. Mew haben wir ja jetzt. Wir haben es sogar in den 4 Stunden geschafft. Hätte ich gar nicht mehr gedacht, ehrlich gesagt. Hätte auch nicht gedacht, dass ich heute so lange hier sitzen kann. Die Magie der Glückshormone ist magisch. Leider werden die für den Zack nicht funktionieren. Der gibt mir jetzt nur noch Trauer, Tod und Verderben. Das ist nicht okay. Warum ist Crisis Core so ein furchtbares Spiel? Ich meine, es ist ein wundervolles Spiel, aber es ist leider auch ziemlich furchtbar. So storymäßig. Das ist leider nicht so schön. Die Tatsache, Rosanna, Alter. Ich finde es schön, wie er anhand dieses Fotos dieses 3D-Model erstellt hat. Ehrlich gesagt, sollte Professor Mirror bei Game Freak anfangen. Raven de Rosanas, ja, schon ein bisschen, oder? Schon ein bisschen. Aber das sind sie. Unsere besten Stream-Fotos aus 35 Stunden Snap. Ich kann nicht glauben, dass wir so viel Snap in den letzten 5 Tagen gespielt haben. Es war jede Sekunde wert, das will ich gar nicht sagen. Aber das war schon... Das war schon wild, hör mal. Einfach paint me like one of your French Scaraborn. Das war auch ein Favoritenmoment heute. Nur das mit den Snomnom. Wisst ihr, an wen mich Snomnom erinnert? Es gibt in Gen 6 ja dieses Bus-Batterie-Pokémon. Ihr wisst bestimmt, welches ich meine. Es sieht ein bisschen so aus, nur stacheliger. Und mein Erzfeind. Die einzige Sache, die ich an Pokémon Snap echt scheiße fand, war Stalos. Hand aufs Herz, die einzige Sache, die wir gerne einfach streichen könnten, dieses Lumina-Pokémon hier. Und dass es keine Entwicklung gab, finde ich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, das kann man vielleicht mit dem DLC nochmal mit reinbringen. Und wenn sie dabei ganz aus Versehen Stalos durch ein anderes Pokémon ersetzen, ne? Wäre ich gar nicht mal so mad. Stalos war leider echt richtig furchtbar. Na, die Mülltüte hat mir ja kein Leid angetan. Die Mülltüte ist ein bisschen ugly. Also so Tangolos würde ich jetzt auch rausrationalisieren. Vielleicht gebe ich mir mal tatsächlich den Riss und setze mich mal hin und mache eine eigene 214-Pokémon-Liste.
Nicht, dass sich irgendjemand dafür interessieren würde, aber vielleicht mache ich das mal. So Pokémon wie Tangolos oder Tektas oder Unratütox wären sicher nicht dabei gewesen. Aber andererseits... Oh mein Gott, der trägt Geta, das sehe ich ja jetzt erst. Wild. Er hat Geta-Füße. Aber der Mix ist eigentlich voll gut, weil es ist aus jeder Gen irgendwie was dabei. Es sind erstaunlich viele Gen 5 Pokémon dabei. Sie haben nicht einfach alle Starter reingeschmissen, hätten sie ja auch machen können. Oder alle Legis oder alle Fan-Favorites, wie gesagt, sowas wie Fukano oder Dragonier oder Relaxo sind ja zum Beispiel auch nicht dabei. Es sind viele Kanto-Pokémon, aber es hätten noch so viel mehr Kanto-Pokémon sein können. Und, also... Ich finde den Mix ganz gut und passend. Hab nichts dagegen, das, wie gesagt, durch DLC zu erweitern. Da gibt's all die Möglichkeiten. Du kannst die Routen größer machen, also das Max-Level erhöhen und dann einfach neue Pokémon reinschmeißen. Wir haben auf der Map noch Platz für neue Gebiete. Es gibt ja das Gerücht, dass es Dataminer gab. Okay, das ist doch das normale Vulnona. Hier sieht man es jetzt ganz gut. Dass Dataminer da Anzeichen für DLC gesehen haben, der halt aber wahrscheinlich von den Verkaufszahlen abhängt. Also gucken wir mal. Es hypt ja gerade jeder, Gott sei Dank. Twitch ist voll mit Pokémon Snap. Also ich hoffe, dass es reicht, weil also sobald hier DLC passiert, sind wir spätestens wieder da. Wahrscheinlich werde ich euch aber vorher nochmal mit Snap belästigen. Spätestens wenn der Sekt durch ist, werde ich all das Endorphin-Feuerwerk brauchen, das ich nur kriegen kann. Aber waren tolle 35 Stunden. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Auch wenn die Pokémon-Welt, wie wir hier jetzt nochmal beim Wingull sehen, auch sehr brutal ist und hier Pokémon gefressen werden. So ist Natura. Kann man nichts machen. Oh, guck mal, hier kann man aber umschalten. Interesting. Es war eine mega tolle Reise, die wir zusammen erlebt haben. Auch einfach dieses Finale. Guck, er hat ja die 4 Spitzen. Und die 5. Farbe. Keine Ahnung. Ist er einfach selber? Wieso, wir brauchen 5. Ist er das letzte Pokémon eigentlich? Nein, Yanmega. Nein, Zubiris. Paint me like one of your French Zubiris. Dass das hier keine 4000 Punkte gegeben hat. Ich hätte es größer fotografieren müssen. Aber ja, hier, Absol. Haben wir echt mit Absol angefangen? Haben wir. Das waren sie. Unsere 214 Pokémon. Was ist 214 eigentlich mal 4? Welche Zahl sollte denn da stehen? Man gebe mir einen Taschenrechner. 214 mal 4. 856. Das heißt, es fehlen noch 336 Fotos für einen komplett vollen Dex, damit da oben wahrscheinlich auch ein Krönchen erscheint. Dann bin ich noch eine Weile beschäftigt. Also, Ende des Jahres habe ich wahrscheinlich 100 Stunden oder mehr in Snap. Aber also... Weißt du, und dann diskutieren Leute, das hier wäre kein Vollpreistitel, weil es hat ja keinen Inhalt. Am Arsch, Kinder. Ganz ehrlich. Am Arsch. Das ist absolut ein Vollpreistitel. Ich mein, Bro. Von den antiken Ruinen haben wir jetzt zwar nur 5 von 16. Aber da packe ich mich auch nochmal ran. Da gibt es dann vielleicht auch noch ein Krönchen. Aber was ich halt auch super gerne mag, ist halt einfach dieses Feature, dass du dir hier anzeigen lassen kannst, wo welches Pokémon ist und auch, dass die Kristallblumen hier verzeichnet sind. Jetzt nicht alle, aber so die wichtigen, die Sachen triggern. Das ist schon echt gut gemacht. Jetzt ist hier auch Scaraborn drin. Falls du einfach auf die Jagd nach irgendwas Spezifischem gehen willst, für die, die es am Anfang des Streams nicht gesehen haben. Und ja, die alle auf Max-Level zu kriegen wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern.
Aber wie gesagt, da setze ich mich jetzt auch mal ein bisschen privat noch hin. Und dann schauen wir mal. Aber Kinders, jetzt habe ich so viel gelabert, dass es gleich schon wieder 12:30 ist. Aber es ist auch einfach toll. Ich hoffe, man hat gemerkt, in all den Stunden, dass ich sehr, 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 sehr lieb habe. Gucken noch mein Snapstagram zum Abschied. Dann können wir hier jetzt nämlich auch noch unseren hart erarbeiteten, wenn ich ihn denn finde. Evoli-Fan würde ich auch gerne nehmen. Aber das Fotografie-Genie. Wieso kann ich Fotografie nicht mehr sagen? Was ist denn los? Oder sollen wir das Evoli nehmen? Eigentlich finde ich Evoli-Fan schöner. So. Evoli-Fan. 9000. Ach man, so ein gutes Spiel. So, so, so. Ein gutes Spiel. Todd war da. Der Cast war cute. Voiced Cutscenes in Englisch und Japanese. Was mehr kann man wollen? Außer New Pokémon Snap 2. Oder DLC. Bitte, 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 Bamko. Bitte, bitte, bitte. Aber ja, das war erstmal unsere Pokémon Snap-Reise. Jetzt spielen wir auch mal wieder andere Sachen. Aber erstmal geh mal schlafen. Ich mach morgen ein bisschen Pause, ruhe mich ein bisschen aus. Und dann schauen wir mal, was wir so machen den Rest der Woche. Wer weiß, vielleicht habe ich auch morgen richtig Bock und wir snappen einfach weiter. Aber ich glaube, es wäre ganz gut, wenn ich nach 5 Tagen 35 Stunden reinhasseln. Doch, auch mal so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Deshalb, Dankeschön fürs Zusehen, fürs Dabeisein auf der tollen Reise, für all die wundervollen Dinge, die wir erlebt und gesehen und getan haben. Für all die Pokémon, die wir molestet haben, weil der Professor gesagt hat, Pokémon Violence ist cool. Für all den Frust, weil er leider wissenschaftlich wertvolle und nicht artistische Bilder von mir wollte. Der Struggle, er ist real. Zweiter Fotodex, wann? Aber ja, Prey vor DLC. Vielleicht kommt ja an der E3 auch schon was. Die ist ja auch schon bald. E3 ist in einem Monat. E3 ist in einem Monat. Da können wir schon mal, da geht schon mal was. Für die Wissenschaft, Gewalt, Mann. Aber ja, New Pokémon Snap, glaube ich, vielleicht mein Game of the Year. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ohne zu wissen, was auf der E3 passiert. Aber zumindest mein Pokémon Game of the Year, weil die Sinnoh-Remakes mich leider nicht interessieren und Arceus Legends erst nächstes Jahr kommt. Ach, wunderbar. Das war schön. Danke, Bamko.